dass man sich wirklich als Volk empfindet, man das erst losgeht, wenn man im Widerstand zu Mächten ist, die behaupten, man wäre ein Volk. Die Deutschen sind das Volk der Dichter und Denker. Und das war noch etwas Gutes. Man hat nämlich an vorher angekündigt. Mittlerweile empfinde ich, dass das auch zu einem nicht gewünschten Unding geworden ist. Also da hat sich noch mal was stark verschärft. Dürfen da nicht nur Bio-Deutsche rein? Dann sage ich, nee, genau nicht, weil bürgen müssen alle, die hier berechtigt leben, also jeder, der die Staatsangehörigkeit hat. Und damit taucht ein ganz großes Thema auf, wie wollen wir uns auffassen in Zukunft, als Volk oder nicht? Unter welchen ethischen Werten versammeln wir uns hier? Und wer sich diesen ethischen Werten zugehörig fühlt, ist völlig unwichtig, wo er herkommt. Das finde ich jetzt total spannend, weil im Grunde ist dann so, dass wir in der Zukunft gründen. Mhm. Also, dass eigentlich unsere Grundlage gar nicht die Vergangenheit ist und was war, sondern das, wo wir hinwollen. So, herzlich willkommen. Ich begrüße ja alle Zuschauer ganz herzlich und alle Teilnehmer der Runde heute. Das sind die Stefanie Mahl, der Peter Weber. Ja. Auch Papa Peter genannt und der Ralf Böß. Und heute soll es um das Thema gehen, Deutschland auf Altes gründen oder neu erschaffen. Weil wir sind ja ein Verein, bei uns geht es ja darum, dass wir das Grundgesetz zur Verfassung erheben wollen. Und ursprünglich hatten wir einen Verein gegründet, der hieß Verein zur Erneuerung der Bundesrepublik an ihren eigenen Idealen. Und das ist natürlich jetzt alles so eine ganz besondere Frage. Inwiefern kann man eigentlich diese Bundesrepublik erneuern? Oder ist die am Untergehen oder schon untergegangen? Und inwiefern können wir eine Verfassung neu machen mit unserem Grundgesetz? Also da sind jetzt ganz, ganz viele Fragen am Start. Und ich glaube, Ralf will schon direkt loslegen. Mir fällt da auch einiges zu ein. Ich will einfach, dass das Thema noch ein bisschen klarer wird, über was sprechen, wo ich sehr häufig angefragt werde. Wir machen eine Volksabstimmung auf der Webseite unsere-verfassung.de oder unsere-verfassung.de. Mhm. Und in dieser Abstimmung wird gesagt, werden drei Zustimmungen abgefragt oder sowas, unten mit Ja oder Nein. Und die erste heißt, ich stimme zu, das Grundgesetz nach Artikel 146 zur Verfassung der Bundesrepublik zu erheben. Okay. Die zweite heißt, ich stimme zu, Volksabstimmung vollumfänglich in der Verfassung zu verankern. Und die dritte heißt, ich stimme zu, dass über die Inhalte der Verfassung nur per Volksabstimmung entschieden werden kann. So, und das ist gewissermaßen durch die zwei Punkte, werden die größten Fehler des Grundgesetzes, nämlich eigentlich das Volk ausgeschieden zu haben, die Entscheidung des Volkes ausgeschieden zu haben, gleich miterledigt. Jetzt kommt das Wichtige. Durch die dritte Frage, ich stimme zu, dass über die Inhalte der Verfassung nur bloß per Volksabstimmung zu entscheiden ist, wird eröffnet, dass man sich gewissermaßen neu um die Inhalte des Grundgesetzes kümmert. Das heißt, dass man wirklich sagt, wir machen eine verfassungsklärende Versammlung, nicht eine verfassungsgebende Versammlung, wo wir quasi was ganz Neues machen, sondern wir erheben das Grundgesetz zur Verfassung und dann machen wir eine verfassungsklärende Versammlung. Meines Denkens nach im Chiemsee, in einem der Schlösser dort, da ist das Grundgesetz geschrieben worden, also im Ursprungsort des Grundgesetzes, unwahrscheinlich viel Platz, da werden ganz, ganz viele Leute reingelost, durch Los rein eingeladen. Und die werden dann, die kriegen dann in Gruppen eingeteilt und kriegen innen eine saubere Moderation und von außen kommen die Fragen an sie heran, die sie zu klären haben. Und da werde ich immer gefragt, ja, wer wird denn da eingeladen? Da sage ich alle. Und dann wird gesagt, ja, was heißt denn alle? Was ist denn mit den Leuten mit arabischem, türkischem und was weiß ich, amerikanischem Hintergrund? Also gehören die denn mit dazu? Es geht ja um die Erneuerung der Bundesrepublik. Gehören die mit dazu oder nicht? Und dann sage ich immer, es muss jeder da an der Verfassung beteiligt sein können, an der Erstellung oder an der Verbesserung der Verfassung, der, ich will mal sagen, Bürger dieses Landes ist. Und jetzt muss ich sagen, was ein Bürger ist. Ein Bürger ist derjenige, der für den Mist, der hier passiert, zu bürgen hat.
Und jeder, wer so hier lebt, dass er mitbürgen muss für alles, der muss das Recht haben, dort zu sein. Und dann kommt die große Frage, dürften da nicht nur Bio-Deutsche rein? Weil es geht ja um die Verfassung unseres Staates gewissermaßen. Dürfen da nicht nur Bio-Deutsche rein? Dann sage ich, nee, genau nicht, weil bürgen müssen alle, die hier berechtigt leben, also jeder, der die Staatsangehörigkeit hat. Und damit taucht ein ganz großes Thema auf, wie wollen wir uns auffassen in Zukunft? Als Volk oder nicht? Gibt es dann überhaupt noch ein Volk oder gibt es nur noch Bewohner? Das ist was ganz anderes. Bewohner, ein Volk ist hat eine Art von innerem Zusammenhang. Oder gibt es nur noch Bewohner ohne inneren Zusammenhang und so weiter und so fort. Diese großen Fragen tauchen alle auf. Und an dieser Frage, denke ich, wäre es gut, heute den Abend auch im Rahmen unserer Aktion gewissermaßen zu gestalten, dass man mal über verschiedene über was Volk ist, was nicht Volk ist, was Volk Seele ist, was Zusammengehörigkeit ist und so weiter, dass man darüber spricht. Mhm. Ist deutlich, Stefanie? Ja. Genau, weil du vorhin gesagt hast, du verstehst den Zusammenhang noch nicht jetzt. Ja, das ist immer absolut, ganz wichtig für mich. Absolut klar. Ja. Also das heißt aber, die Leute, die bei der verfassungsklärenden Versammlung mitmachen können, das sind einfach eins zu eins dieselben, die jetzt ja auch schon abstimmen können. Das heißt, alle, die wahlberechtigt sind, also da hatten wir uns ja quasi darauf geeinigt, einfach jeder, der wahlberechtigt ist. Bundestagswahlberechtigt. Auf Länderebene gibt es ja nochmal andere Abstimmungsberechtigungen, ab 16 oder sowas. Wer Bundestagswahlberechtigt? Ja. Wir haben allerdings auch von Herrn Habeck schon die Aussage gehört, weil es irgendwann mal die Frage an ihn gab, irgendwie was ein Volksverrat wäre oder so. Und dann hat er irgendwie gesagt, es gibt kein deutsches Volk. Das wäre irgendwie ein altes nationalistisches Konzept. Es gibt kein Volk. Wie empfindet ihr das? Fällt mir, ehrlich gesagt, nicht mehr viel zu ein. Ich möchte mal bitte etwas genauer erklären, was er damit meint und was er dann eigentlich überhaupt, wen er vertritt dann, Fragezeichen, in seiner Funktion als Minister. Und dann wäre ja die ganze vielgerühmte friedliche Revolution der DDR nichts gewesen, weil was war der Spruch? Wir sind das Volk. Und damit hat es funktioniert. Und das ist überall in der Welt als was Tolles gesehen worden. Ja, und das ist ja in den letzten drei Jahren, ist ja in den letzten drei Jahren auch des Öfteren skandiert worden. Nicht wahr, Herr Böß? Richtig. Also, schon wenn jemand sowas sagt, ist das etwas, was absolut komischerweise das deutsche Volk charakterisiert. Also die Besonderheit, wenn man das so scharf sagen will, ne? Die Besonderheit des deutschen Volkes ist zu sagen, es gibt kein deutsches Volk. Oder wie er noch mehr sagt, ich hasse die Deutschen oder sowas. Es gibt ja auch eine starke antideutsche Fraktion und die hat ja nicht nur Unrecht. Also ich muss es ja ganz scharf sagen, weil mir selber, wenn Leute mit Fahnen rumrennen und komische Sachen rufen da, wer sind die Deutschen oder sowas, da fühle ich mich nicht zu Hause, sondern da fühle ich mich ausgegrenzt. Da denke ich, da will ich nicht dazugehören. Das ist eine Besonderheit, die genau in dem Moment, wo das gesagt wird, man sagen muss, ey, das ist jetzt ein echter Deutscher. Da kann man nun drüber reden oder nicht, aber es scheint so zu sein, dass es ein Element ist, was auch ganz stark da ist. Es gibt auch das andere, dass es Leute gibt, die völkisch empfinden. Aber und es sind nicht nur die Schlechtesten, die sagen, mit dem Volk finden wir uns nicht ganz heimisch. Das ist aber auch interessant, also ein Volk zu sein oder völkisch zu sein, ist ja nun auch nochmal wieder eine ganz andere Konnotation einfach. Also das eine bedeutet immer gleich irgendwie sowas Negatives und das andere ist ja nun mal eigentlich ein ganz objektiver Begriff erstmal, weil wir würden ja niemandem anders absprechen, irgendwie ein Volk zu sein. Naja, aber die Frage ist doch, seit wann passiert das denn in Deutschland, dass das für viele einen Beigeschmack hat, der unangenehm ist? Im Endeffekt das passiert nach dem Zusammenbruch des sogenannten Dritten Reiches. Und diese Trauma, was da entstanden ist, diese Schuld an den Morden, die im Namen des Dritten Reiches verübt wurden. Dass da Nationalismus praktisch geframed ist,
und das Völkische, auch das Deutsche überhaupt halt. Ne? Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, das ist sowieso eine Aussage, die würde ich so nie unterschreiben, weil ich kann ja nicht auf was stolz sein, was mir von Natur aus gegeben wurde. Und da ist es doch erst entstanden. Das ist doch im Grunde genommen die Schuld, die der Deutsche da so auf sich genommen hat, mit den Verbrechen des Zweiten Weltkrieges. Stefan? Nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, du hast recht, aber du hast nur zum Teil recht. Weil als ich meine Schulbildung genossen habe, da war es durchaus noch absolut legitim zu sagen, die Deutschen sind das Volk der Dichter und Denker. Und das war noch etwas Gutes. Man hat nämlich an vorher angekündigt. Mittlerweile empfinde ich, dass das auch zu einem nicht gewünschten Unding geworden ist. Also da hat sich noch mal was stark verschärft seither. Seitdem die Grünen an der Macht sind und zum Beispiel solche Werke wie Goethes Faust aus dem Schulunterricht genommen wurden. Ja. Also heute heißt es ja der Wichtel und Denker. Das Volk der Wichtel und Denker oder sowas. Ne? Aber oder der Richter und Henker, wenn man jedenfalls im Sozialsystem kann man das schon so sagen. Aber das ist das eine. Und darf ich daran gerade anknüpfen? Weil das mit den Dichtern und Denkern, das muss man nämlich, da muss man nämlich noch einen Schritt weiter gehen. Für Goethe ging es darum, Weltenbürger zu sein. Also das mit dem Volk, mit dem völkischen Empfinden, das scheint, ich will mal sagen, etwas zu sein, was auch aus dem Element des Dichters und Denkers zu durchbrechen ist. So muss man das sagen. Ne? Für mich sind das wie verschiedene Eierschalen. Familie, erst die Mutter, da tritt man dann aus dem Ei, gewissermaßen durch die Geburt. Dann ist die Familie, Mutter und Vater. Dann Familie, die nächste Eierschale. Dann kommt, was weiß ich, Schule als nächste Eierschale. Irgendwann kommt die Eierschale Volk. Und man kann sie immer durchbrechen. Und wenn es gut geht, wird man dann zum Weltenbürger. Das war eigentlich das Element, aus dem heraus auch, ich will mal sagen, aus dem heraus Goethe und Schiller gelebt haben. Und das war sicher ein Element auch, welches mit dem Erfindungsgeist zu tun hat und so weiter. Für mit dem Ganzen zusammenfinden und für das Ganze mitempfinden und im Ganzen tätig sein. Da kommt natürlich im üblen Sinne dann heraus, am deutschen Wesen soll die Welt genießen. Das ist die Verstärkung der Geschichte, eine einseitige. Aber da ist etwas, wo man sagen kann, da gibt es eine berechtigte Empfindung, dass das Nationale eine zu enge Hülle ist für eine echte Entwicklung. Mir fiel gerade wieder ein, dieser wunderbare Gespräch mit der Jerome Warkowik, das Europa der Region, wo mir dann wieder einfällt, wenn man das als Weltenbürger sich betrachten möchte und trotzdem sich aber zu einer Region, wo man sich zu Hause fühlt, also praktisch, ne, also ich fühle mich ja jetzt nicht als Preuße, ich fühle mich eher so als Berliner und hier in diesem Kulturkreis, in dieser Region Deutschlands sehr zu Hause. Und da wir ja nun diesen Marsch hatten von Berlin nach Karlsruhe, haben wir auch viele andere Regionen kennengelernt, ob das Thüringen war, ob das Baden-Württemberg war. Und überall sind die Menschen auf eine gewisse Art und Weise gleich, weil wir dieselbe Sprache sprechen und dieselbe Geschichte haben auf eine gewisse Art und Weise. Aber trotzdem sind sie in sich doch wieder so verschieden wie die Schwaben, die Bayern, die Hamburger. Die haben alle ihre Eigenheiten, ihre wunderbaren, verrückten Spinnereien auch, oder wie auch immer, aber auch ihre wunderbaren Sachen, die sie einbringen können, in die gesamte wiederum halt, ne? Und das finde ich eigentlich so spannend, dann da auch, wenn man das dann als Deutschsprachige, wie auch immer man das jetzt benennen will, in Europa einbringt dann und dann natürlich auch noch weitergehen kann, ist das was Schönes, finde ich. Diese Eigenständigkeit der Heimathaltung, ne? Wie definiert man Heimat? Das ist ja auch nochmal so eine Frage. Mhm. Stefanie, glaube ich. Vielleicht war es auch genau deswegen für Goethe leichter, weil es noch etwas Angestrebtes war, was noch nicht auf die Erde geholt war und auch vor allem noch nicht verbrannt war. Ja, genau, nicht verbrannt war. Es wird ja auch zur Zeit öfter von Menschen, die sich engagieren, alle unter Deutsch, also gerade von Österreichern oder Schweizern, alle unter Deutsch zusammengefasst, die Deutsch sprechen. Also dieses, was ist Deutsch, das sind die Deutsch sprechen, ist eigentlich gerade wieder aktuell.
Und zwar nicht von den Deutschen, sondern von den jenseits der deutschen Grenze, was ich sehr spannend finde. Noch was. Ich habe mich vorhin gefragt, deutsche Seele, was ist das? Und es wird mir auch schwierig zu greifen. Und dann habe ich mich gefragt, was stört da dran so arg, wenn jemand das verwendet? Und habe mal so ausprobiert. Die badische Seele, ach, das könnte in jeder Fernsehsendung vorkommen. Die rheinische Seele kommt vor, wenn es um Fasching geht. Also, wenn man das auf die Region runterbezieht, ist dieses Volksseele, in dem Sinne jetzt Volksstamm, weil die Badener und die Rheinländer, und das sind ja alles ursprünglich Volksstämme gewesen, da hat da keiner ein Problem mit, nur wenn es auf diesen Gesamtkomplex bezogen wird. Und das ist, es leuchtet mir nicht ein, aber es wäre eine Möglichkeit, to work around, dem beizukommen, was ist deutsch, auf was können wir aufbauen, wenn wir auf dieses Regionale gehen. Auch zuerst und gucken, was ist da, und dann gucken, was ist das Verbindende zwischen den Regionen. Ja? Was ich auch interessant finde, vielleicht in dem Zusammenhang. Oder Diana, wolltest du? Nee, du? Ralf hat sich länger gemeldet schon. Weil die Hand ist schon ganz lange um. Ja, also, ja. Nee, die habe ich wieder, die denke ich dann auch immer, wenn ich rede. So. Das Problem ist, sobald ich sage, die badische Seele oder die, was weiß ich, thüringische Seele, die Politiker, die hassen ja gerade alle Leute, die da im Osten waren, weil die was anderes wollen, als die herrschenden Politiker gerade wollen oder sowas, ne? Die würden da sofort sagen, ja, diese Ossis, ne, wenn man das jetzt so mal sagen möchte. Das geht noch. Das Problem ist, wenn ich sage, die deutsche Seele, dass ich keinen höheren Gesichtspunkt habe, von dem aus ich das sehe. Für den Franzosen ist das völlig klar, was ein Deutscher ist. Da gibt es überhaupt gar kein Problem. Und für den Holländer auch nicht. Da sagt das sind typisch die Deutschen. Ne? Die haben wahrscheinlich auch deutschen Witze, die wir gar nicht kennen. So wie wir Polenwitze kennen oder sowas. Ne? Also so in der Art, wenn ich sage, die deutsche Seele, dann sieht das so aus, als würde ich jetzt einen völkischen Zusammenhang haben wollen untereinander. Die von außen, die sehen den aber wir sehen ihn nicht, weil wir praktisch da drinnen sitzen, mittendrin. Und wo man drinnen sitzt, das ist wie wenn man ein Ei im Ei drinnen steckt und das gar nicht sieht, wie es von außen aussieht. Ne? Von drinnen sieht alles rosa aus und von außen nur weiß. Oder von innen sieht alles gelb aus, je nachdem. Jedenfalls, wie es dem so sei, das ist sicher ein Element. Aber ich wollte auf ein anderes noch hinweisen, damit nicht eine schräge Diskussion nachher geht. Weil ich vorhin gesagt habe, dieses Weltenbürgersein, und habe das besonders mit den Deutschen verbunden, im Moment mit Goethe verbunden. Und da wollte ich hinzufügen, dass das durchaus nicht so ist, sondern dass das in jedem Volk möglich ist. Also diese Übersteigerung. Und ich möchte das einfach mal so sagen. Es gab diesen Kermani, der hier zum 65. Geburtstag des Grundgesetzes einen Vortrag gehalten hat über das Grundgesetz im Bundestag. Unglaublich erleuchteter Geist aus dem Iran. Da kommt auch der alte Goethe, der hat den Hafiz unglaublich hochgelegt im ostwestlichen Divan oder sowas, einen Dichter, der hieß Hafiz. Und dann, ich will es mal so sagen, ne? Es gibt diesen Khalil Gibran, der hat den Propheten geschrieben. Da muss man mal lesen, da geht einem das Herz auf, da sagt man, ey, so warm. Und das ist so, ich will mal sagen, so wirklich aus einem weltbürgerlichen Gesichtspunkt geschrieben. Da ist gar nichts mehr, wo man sagen würde, es ist einfach das ist göttlich wunderschön. So in dieser Art, das wollte ich nur dazufügen, dass dieses Weltbürgerhafte nichts ist, was eigentlich nationalen, was einer speziellen Natur dazugehört. Es sei denn, man schaut auf die Englischen und auf die Amerikaner, die so tun, als wären sie Weltbürger. Ich muss es jetzt mal frech sagen, die derzeitige Politik tut ja so, als wäre das eine Weltbürgerposition, die man hat. Und die hat man da gerade nicht, aber das ist natürlich eine Einschränkung. Gut. Ich werfe jetzt mal in den Raum. Die Menschen waren die meiste Zeit ihrer Existenz Weltbürger. Die frühen Menschen, wenn wir ganz weit zurückgehen, die haben zwar in Clans gelebt, wovon wir heute eine komische Vorstellung haben, aber in Wirklichkeit haben sie sich schon in der Vorgeschichte von Großbritannien runter irgendwo da im arabischen Raum oder noch weiter runter Donau-Delta bewegt und zurück und haben gehandelt. Ja.
die Leute im Mittelalter, ja, die haben zwar zu dem Fürstentum, Königtum, Königreich gehört, wo sie gerade gewohnt haben, hat aber durch irgendeine Schlacht die Grenze sich verschoben oder sind die aus irgendeinem Grund irgendwo anders hin, Hungersnot woanders hingetrieben worden und durften gehen, ja, waren sie dann da untertan. Die haben sich nicht mit irgendwas, einer Nation, also an diesem Gedanken auch schon im Vorfeld verbunden, ja. Für mich war wirklich ein Aha-Erlebnis, das, als mir klar geworden ist, dass es Nationalstaaten brauchte, um Demokratie einzuführen. Weil wenn ich keine Grenze habe, keine Einschränkung, wessen der da wählen darf, kann ich keine Demokratie machen. Vorher waren es die Zugehörigkeiten zu diesen Fürstentümern, die diese Staatsangehörigkeit geregelt haben. Das war dann halt badisch bei uns hier unten, in dem Fall Fürstentum. Und dieser nationale Gedanke, der musste ja erst entstehen, um eben Demokratie machen zu können. Also nein, der ist entstanden, weil der Wunsch nach Demokratie da war. Und dann wurden halt die Sprachen genommen, was irgendwo naheliegend ist. Also es war nicht erst irgendeine nationale Identität da und dann hat die sich ausgeformt, sondern es war quasi der Wunsch nach Demokratie da und natürlich schon nach Einigkeit. Aber das haupttragende Element war ja das Wunsch nach Demokratie und eben zusammen eine gewisse Menge Menschen sein, die Demokratie leben kann und die sich wehren kann gegen obrigkeitliche Schikane und irgendwas Einschränkendes. Und daraus ist dann erst diese Idee gekommen, wie können wir das machen? Und dann war die Sprache das Naheliegende. Ja, so sehe ich das Ganze. Und von daher sehe ich an diesem Begriff des Nationalen mittlerweile auch nichts mehr Schlimmes. Trotzdem, wenn man auch sagen kann, dass die damaligen so eine Nation nicht erlebt haben oder die den Begriff nicht mal haben konnten, weil es sie noch gar nicht gab in der Form, war trotzdem sicher etwas da, dass zum Beispiel in Bayern in Preußen als was ganz Außenliegendes empfunden hat. Oder so, ja, oder ein Rheinländer irgendwie ein Sachsen oder sowas, ne, dass man sagte, eigentlich gehören wir nicht zusammen, sondern da war man noch viel tiefer drin in dem, ich will mal sagen, in dem Volksgeschehen direkt vor Ort, dass das gelöst wurde. Und das Besondere der Nation damals war, dass man die zusammengeführt hat und praktisch eine Identität für alle diese Leute plötzlich hatte. Das war ja wohl eine der großen Aufgaben dann auch, die mit Bismarck zusammenhing, dass plötzlich ein Bayer in Preußen die gleichen Rechte hatte wie in Preußen und der Preuße in Bayern oder wie der Bayer in Bayern und umgekehrt so, dass da was passiert ist. Und das war eigentlich der Nationenbegriff, der war damals was unglaublich Fortschrittliches. Ne, und heute, dann wurde der von Hitler aber in einer Art missbraucht, ich will mal sagen, ja, gewalttätig war. Das ist so ähnlich, wie wenn der Bayer gesagt hätte, ich bin alles. Ne? Die Preußen haben es ja dann auch versucht, ne, alles zu beherrschen. Aber da sind halt diese, das wollte ich nur dann noch dazufügen, ja. Was ich spannend finde, ist aber, also weil du jetzt gerade sagst, die Nation wurde dann so gemacht, es gab aber auch eben das Bedürfnis nach dieser Nation, was ja in witzigerweise eigentlich jetzt eine Parallele zur heutigen EU eigentlich auch ist. Weil nämlich dieser Deutsche Bund, der damals gegründet wurde, war eigentlich ein Herrschaftsbund, 1815. Und das war etwas, wo dann quasi das Volk, was ja noch nicht seine Identität gefunden hat, aber die ganzen Bürger aus den verschiedenen Fürstentümern und Königtümern und so, das Bedürfnis hatten, sich zusammenzuschließen gegen die Obrigkeit. Und da ist ja auch das erste Mal wirklich diese Nationalversammlung aufgekommen und der Versuch einer Demokratie. Und das finde ich total interessant, weil das ist eigentlich etwas, was heute irgendwo sehr ähnlich ist. Oder man dran anknüpfen könnte. Und Peter? Ja, das ist sehr interessant. Ich wollte vielleicht noch mal einen anderen Aspekt so einwerfen. Und zwar, wenn ich mal ganz simpel von mir persönlich ausgehe, wie ich das so fühle. Ich habe ja nun die Gnade der östlichen Geburt, ich habe das ja nun sowieso schon noch mal anders erlebt.
als ich mich in der DDR wiedergefunden habe oder als ich mich da verortet gesehen habe und mir darüber Gedanken gemacht, was sind wir hier eigentlich und was ist das hier eigentlich alles, da hatte ich schon so irgendwie das Gefühl, da, also das DDR-Wurst, das ist von Thüringen eben halt bis nach Rostock. Ne, das war so mein Gebiet, in dem ich mich bewegen konnte, mit dem ich mich identifizieren konnte. Nach dem Mauerfall hat sich das erweitert. Und genau an dem Tag des Mauerfalls ist mir auch schlagartig bewusst geworden, dass Deutschland jetzt wieder in den Schoß der Geschichte zurückgerutscht ist praktisch, dass die DDR eben eine Fußnote ist in der Geschichte, was sie dann auch im Endeffekt auch darstellt. Und wenn ich jetzt so reingehe in mich und überlege, was ist für mich deutsch sein, dann sind die Bayern genauso für mich ein Teil wie auch die Nordrhein-Westfalener, auch die Sorben zum Beispiel interessanterweise halt, ne? Oder eben auch die Saarländer, genauso wie die Thüringer und die Rostocker oder die Mecklenburg-Vorpommern. Eine ganz andere Beziehung habe ich dann wieder zu anderen deutschsprachigen Ländern wie Österreich oder der Schweiz. Da habe ich jetzt nicht so dieses Gefühl, die gehören zwar zu unserer Sprachgruppe dazu, aber da habe ich nicht so eine emotionale Bindung dazu, wie jetzt zum Beispiel zu den Bayern, egal wie ich jetzt zu Bayern stehe oder zu den in Nordrhein-Westfalen oder Mecklenburg-Vorpommern. Also es ist ein rein intuitives Gefühl. Ne? Mhm. Genauso habe ich noch weniger Beziehung zu den Franzosen oder Polen. Da bin ich ganz weit weg. Mhm. Wenn ich es jetzt aber als mich als Weltenbürger empfinde, wenn ich da jetzt mal reingehe, dann kann ich die alle wieder mit in meine Arme nehmen halt. Ne? Aber auf einer ganz anderen Ebene natürlich halt. Ne? Also Heimat ist für mich dann doch schon eher was in diesem Gebiet des heutigen Deutschlands verortet ist. Da habe ich eine sehr stärkere emotionale Bindung dazu. Also das ist jetzt eine ganz subjektive Wahrnehmung von mir. Ne? Ach so, und dann ist vielleicht noch, weil du ja auch so sagtest, die Demokratie brauchten wir um. Und da sehe ich auch in erster Linie, dass das ein Bestreben war, so nach meinem Verständnis, damit sich das gemeine Volk, was auch immer darunter zu verstehen ist, eben tatsächlich gegen die Obrigkeit durchsetzen kann, um der Unterdrückung der Sklaverei Herr zu werden. Halt, ne? Genau. Brauchten wir ein Machtinstrument, bei dem... Genau. Ne? Darauf, wenn ich jetzt vor dir noch kurz reden darf, wollte ich noch mal hinweisen, dass das von dir total toll rübergebracht wurde, dass eigentlich, dass man sich wirklich als Volk empfindet, man das erst losgeht, wenn man im Widerstand zu Mächten ist, die behaupten, man wäre ein Volk. Also diese Volksbildung findet statt in dem Moment, wo man sich dieser Macht entledigt. Das finde ich eine ganz interessante Geschichte. Also weil das Problem haben wir ja heute exzessiv, dass da irgendwer ist, der behauptet, wir würden ein Volk und da irgendwas zusammenschraubt in der EU unter Verhältnissen, die absolut, ich will mal sagen, in keiner Weise zu akzeptieren sind. Und ich will mal sagen, und wir haben alle eigentlichen Bedürfnis, diese EU gewissermaßen zu erfüllen oder erstmal herzustellen, das echte Europa, ob das nur EU ist oder ob da auch Teil Russland mit dazugehört, das sind ja die großen Fragen. Aber wir haben alle das Bedürfnis, das wirklich zu erfüllen. Und es kommt nicht in Gang, sondern wenn das so weiters von oben besetzt wird, passiert genau das Gegenteil. Das bringt die Völker auch gegeneinander. Ich meine, mehr Hass ist ja nie erzeugt worden als gerade durch die EU. Das fing dann an mit Griechenland und so weiter und so fort. Und dann, wenn dann der Impuls von unten kommt, dann bildet sich ein Volk. Und so scheint mir das so zu sein wie so eine Wehe. Also bei den Wehen, dann ist immer diese Gegenbewegung und dadurch stößt man sich den Weg frei. Und diese EU ist bestenfalls eine Wehe. Und zwar eine, die man bitte langsam vom Halse kriegen sollte, dass man nicht im Geburtskanal erstickt. So ungefähr. Und was hier Volk am Ende ist oder wie wir uns empfinden, das wird jetzt erst geboren werden, so ungefähr. Vielleicht. Also da bin ich ja eher der Meinung, dass die EU eine Fehlgeburt ist. Und ich sag mal so, die EU konnte ja da deswegen nicht funktionieren, weil es ja in erster Linie nach meinem Verständnis eine Wirtschaftsorganisation war und nicht weiter. Da ging es, wenn überhaupt, um soziale Belange, nur sehr am Rande, wenn überhaupt. In erster Linie war es eine Wirtschaftseinheit und nicht andere. Und da hat das Volk ja in dem Sinne wenig mitzusprechen, weil da ging es um Großkonzerne,
Globalisierung und so weiter und so fort. Ihr dürft trotzdem mich da gerne berichten. Trotzdem haben sie so getan, als wäre Europa ist ja ein Zusammenhang. Das und ist ja eine Heuchelei. Dieser Zusammenhang war giftig, ganz einfach. Die Form, ja die gemacht wurde. Ja, na, da wurde Volkmann wieder verarscht. Das war ja die große Verarsche, die sie ja sowieso schon die ganzen Jahrhunderte über betreiben. Es geht halt die Geburt nicht durch den Geburtskanal, sondern durch den Arsch. Ja, im wahrsten Sinne. Ja, mir kommen so viele Gedanken irgendwie. Also das eine ist, dass ich mich mit Europa wirklich überhaupt noch nicht in irgendeiner Weise identifiziere. Also da bin ich irgendwie gar noch nicht so weit. Das zweite ist, dass ich überhaupt kein Problem habe, von deutscher Seele zu sprechen oder von einem auch deutschen Volksgeist. Also ich meine, ich bin ja jetzt auch ziemlich spirituell und mache irgendwie Aufstellungen und ich erlebe das halt einfach auch zum Beispiel in Aufstellungen, wie alles irgendwie eine Wesenheit hat. Und so irgendwie auch Deutschland hat irgendwie eine Wesenheit. Und für mich ist halt ein Erlebnis gewesen, dass ich eine Aufstellung gemacht habe, wo ich die BRD aufgestellt habe und da wirklich gefühlt habe, dass die wirklich wie tot ist. Darf ich also dazu noch was sagen? Wie mich als DDR, würde ich aber doch mal gerne noch mal zu fast vorhergehend springen, ehe wir da weiter. Ja, okay. Aber geht da gerade dazu eine Frage? Oder? Ja, nee, keine Frage, nur eine Wahrnehmung von mir. Wir nennen uns ja DDR. Ich konnte mit diesem Kürzel nie was anfangen. Genauso wenig kann ich mit dem Kürzel BRD was anfangen. Das ist so inhaltslos, so seelenlos, so konstruiert. Mhm. Ja? Zumal ja die eigentlichen Begrifflichkeiten gar nicht gefüllt wurden mit Leben. Das war ja nur eine Hülle. BRD wurde schon gefüllt. Die Bundesrepublik Deutschland. Das ist jetzt auch die Frage, ist die BRD eigentlich wirklich 1:1 die Bundesrepublik Deutschland? Also nur weil das die Abkürzung ist, passt das energetisch, sage ich mal, ist das wirklich eigentlich das Gleiche? Und inwiefern ist diese BRD eigentlich schon vollkommen untergegangen? Also ich meine, wir sehen jetzt ich kann es ja immer nur wieder sagen, ein Puppentheater, was da angeblich Regierung macht, das ist ja alles ein Hohn. Also von außen sieht ja jeder schon, dass dieses Land wirklich, also völlig am Boden ist. Das ist ja nur noch lachhaft, wenn nicht tragisch. Mich würde mal interessieren, wie schreibt denn ihr auf Formularen aus, wenn das zum Beispiel steht, Staatsangehörigkeit? Schreibe ich zum Beispiel immer Deutschland. Nationalität ist deutsch. Die hieß immer schon Deutsch. Staatsangehörigkeit, da schreibe ich immer Deutschland rein, niemals BRD. Die hieß auch immer schon so. War auch früher so. Weiß ich nicht. Aber ich möchte noch mal gern zurück zu dem, du hast gesagt, Parallelen. Und ich möchte es noch eingrenzen ein bisschen, ehe wir uns da in das Heutige verlieren. Du hast gesagt, da ist eine Parallele zur EU. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie du es gesagt hast. Aber ja, mit dem Deutschen Bund, weil das eben auch nur diese Herrschaftsverband erstmal war. Genau. Der Punkt ist, die deutschen Dialekte werden von Sprachwissenschaftlern eigentlich, von Internationalen, als eine Sprachfamilie betrachtet, als verschiedene Sprachen. Also Bayerisch und Friesisch sind zweierlei Sprachen. Ja, und ganz ursprünglich haben die sich ja auch nicht verstanden, nicht verständigen können. Friesisch hast du jetzt gesagt. Friesisch. Friesisch hast du gesagt. Ja. Die sind sehr verschieden. Ja, also auch Bayerisch und wir hier gehören ja zum Fränkischen, was ich nicht gut akzeptieren kann, was aber nur eine Faulheit von denen ist, noch eine Kategorie aufzumachen, weil Kurpfalz ist schon nochmal was anderes. Also Bayerisch, Fränkisch und so weiter, diese Dialekte. Da hat aber dann doch auch schon ein Zusammenwachsen, eine Vereinheitlichung stattgefunden. Dass die sich gar nicht verständigen konnten, das war ja schon zu der Zeit nicht mehr der Fall. Da gab es ja schon sowas wie eine Kunstsprache Deutsch. Also unser Hochdeutsch ist eine Kunstsprache. Ja, das ist Althochdeutsch. Mit Althochdeutsch. Und da wie Deutsch. Zum Beispiel hier. Lass dich mal fertig reden. Unser Hochdeutsch ist eine Kunstsprache. Das ist nie von irgendjemand so gesprochen worden. Auch wenn wir im Süden meinen, die Norddeutschen sprechen so, es stimmt nicht. Ja, also auch Schriftdeutsch ist eine Kunstsprache. Insofern war da schon eine Vereinheitlichung. Und in der EU haben wir keine Vereinheitlichung der Sprachen. Im Gegenteil, wir haben ja unsere verschiedenen Räume. Was mir aber dabei dann eingefallen ist, wie ihr so gesagt habt, oder du, Peter, wie du das so empfindest, also für mich gehören zum Deutschen die deutsch sprechenden Randgebiete schon dazu. Ja, und zwar nicht im Sinne von, dass ich die irgendwie da vereinnahmen will, sondern das will ich sowieso nicht. Also was mir dabei aufgefallen ist, ist, vielleicht definiert sich Deutsch, so wie es auch ursprünglich war, durch die Grenzen außen, die von außen gesetzt werden.
Also der Deutsche Bund hat sich gesetzt als Bund derer, die da in der Mitte übrig geblieben sind. Entschuldigung, mein Klangspiel. Zwischen Frankreich und Polen und was weiß ich. Ja, das hat sich von außen begrenzt und definiert. Und dann eben über die deutsche Sprache. Aber schon das Elsass ist ja so ein Übergangsgebiet, was auch wunderbar ist, dass es ein Übergangsgebiet ist, was ich überhaupt nicht irgendwie schädlich finde. Und von daher ist das vielleicht auch eine Idee, wie man, ich habe vorhin schon die Idee gehabt, wie du gesagt hast, von außen ist vielleicht klar, was Deutsch ist. Vielleicht wäre es für uns sogar mal interessant, eine Runde mit jemandem aus dem Ausland zu machen und das von außen so zu betrachten. Mit einem Schweizer? Ja, aber möglichst dann mit nicht deutsch-muttersprachlichen Schweizer. wie wird es von außen gesehen und könnten wir nicht sozusagen auch diesen Prozess nochmal wiederholen im Sinne von, uns wird zwar nicht zugestanden, eine Volksseele zu haben, eine Nation zu sein, ein Volk zu sein, wobei Volk und Nation sind ja auch nicht deckungsgleich. Wir gehen den Prozess nochmal. Um uns rum sind die Staaten so und so und die versuchen jetzt jeder sein eigenes Süppchen zu kochen. Die Franzosen, die Bevölkerung versucht da ihr Süppchen zu kochen und die anderen dort. Wobei die ja alle interessanterweise nicht anti-europäisch sind. Die sind nur anti-EU, ja? Was auch noch ganz wesentlich ist. Ja? Aber dass wir einfach sagen, okay, wir sind der Haufen da in der Mitte von Deutschland, der Deutsch spricht. Jetzt gucken wir mal, was wir daraus machen mit dem Zurückgreifen auf das, was für jeden Einzelnen Deutsch sein bedeutet. Ja, dann erst Ralf nochmal. Nee, erst Diana. Ja, zumal das jetzt wird es ja wirklich brenzlig, weil ich meine, wir sind ja eben rechtlich gesehen eine Nation und das, was jetzt gerade auch außenpolitisch passiert, ist ja höchst gefährlich und wir müssen ja als die, wie Ralf vorhin sagte, als die Bürger für das, was da unsere Regierung gerade leistet, müssen wir ja eigentlich aufstehen und sagen, so, wir müssen uns zusammentun gegen diese Obrigkeiten, die da den Wahnsinn betreiben. Also das ist, es wird jetzt ja auch richtig, also es ist ja notwendig. Dass wir wirklich wieder in einem Revolutionsprozess sind, der unter Umständen ganz neue Zusammenhänge so wie früher aus vielen Einzelstaaten ein Deutschland wurde, das jetzt aus vielen Einzelstaaten ein Europa wird. Ich will es mal ganz vorsichtig sagen, aber nicht in der Form der EU und nicht von oben. Ganz, ganz wichtig, sonst können wir es auch lassen, dann kann man gleich nach Hause gehen. Nee, aber jetzt kommt doch die Frage, die hier im Untergrund immer schwelt, die wir aber jetzt nicht besprochen haben. Ich meine, soweit man hier... Bei mir wird gesagt, meine Großmutter hat immer gesagt, ich käme, der Stamm Bös würde von den Hugenotten abstammen. Ich kann das nicht beurteilen, aber da bin ich ja dann schon ein eingewanderter Franzose, wenn man das so will, ne? Wobei ich davon überhaupt nichts merke. So, und Sarah Wagenknecht hat Migrations- oder Wurzeln, die liegen im Iran so weiter und so fort. Und jetzt wird es dann die große Frage, wer ist denn nun, wenn wir eine Erneuerung der Bundesrepublik an ihren eigenen Idealen machen, ne, und dann eine verfassungsklärende Versammlung und dann sitzen da plötzlich Leute drin wie Sarah Wagenknecht. Ich sage das jetzt etwas provokativ, so quasi mit anderen Wurzeln, mit Migration. Hintergrund oder sowas, würden wir sagen, die gehören dazu oder würden wir sagen, die gehören nicht dazu? So wie man in Europa fragt, gehören nun die Franzosen dazu oder sowas, da kann man schwer Nein sagen. Ne? Aber jetzt bei diesen neuen Verhältnissen, die hier so sind, taucht da eine riesige Frage auf. Und die finde ich, da in diese Richtung sollten wir auch noch ein bisschen denken, weil das war eigentlich die Ursprungsfrage. Ist Deutscher nur wer kulturell und ethnischen Hintergrund hat? Oder wird da auch durch so eine Revolution was passieren? So muss ich das sagen, ganz vorsichtig. Wird da auch durch so eine Art von Revolution was passieren? Ja, Stefanie und dann Peter?
da gibt es einen Zirkelschluss. Deutsch ist, wer sich deutsch fühlt, aber was muss man fühlen, um sich deutsch zu fühlen? Das ist halt schwer aufzulösen. Gegen die EU haben wir nur dann eine Chance, wenn wir uns alle zusammenschließen. Und selbst wenn wir Deutschland an seinen eigenen Idealen erneuern, wir wollen ja auch, dass es ausstrahlt. Und es hätte auch gar keinen Sinn, wenn es nicht die EU anpacken, angreifen würde letztendlich, ja, anknabbern würde. Und das können wir nur zusammen mit den anderen. Und ich denke, da ist auch weltweit mittlerweile eine Verbindung geschaffen. Bei wie vielen Demonstrationen sind kanadische Flaggen aufgetaucht, als die in Kanada sich da gewehrt haben? Ja? Warum tauchen überall internationale Fahnen gegenseitig, wechselseitig auf? Mir geht es ja auch ein bisschen wie dir, Ralf. Wenn ich zu viele deutsche Fahnen sehe, kriege ich auch ein bisschen kalte Füße. Aber da hat sich auch schon ein bisschen was zum Teil dran geändert. Und neulich gab es mal, ich habe auch mit unserer Nationalhymne nichts anfangen können. Ich kann mit der französischen mehr anfangen, aber vielleicht liegt das auch an der Gegend, an der ich jetzt bin und was da Frankreich immer schon reingespielt hat. Aber neulich war irgendwo, wurde es bei einer Demo gespielt am Schluss, ich weiß jetzt nicht mehr, was es war, wo es um was ganz Aktuelles ging. Und da hat es zum ersten Mal für mich so richtig, ach ja, als es um das Thema ging, soll Deutschland zerstört werden wirtschaftlich, ja? Und dann wurde darüber, ging die Rede darüber und dann kam die Nationalhymne, Blühe deutsches Vaterland. Da habe ich zum ersten Mal gedacht, jo, passt. Eigentlich wollen wir, dass das Land, in dem wir leben, nicht weil es Deutschland ist, aber weil wir hier leben, dass das blüht. Ja? Also an diesem Gefühl zu diesen nationalen Symbolen kann sich auch ein bisschen was ändern. Ich habe zum Beispiel auch ursprünglich, also ich habe mit deutschen Fahnen, ich habe mit Fahnen mein Problem ein bisschen. Was sich, wie gesagt, gebessert hat und nicht sich auf ausländische bezieht, sondern auch mehr auf deutsche, aber nicht nur, wenn es zu viel sind einfach. Aber wenn ich über den Zusammenhang nachdenke, dass die deutsche Fahne, die jetzige Nationalflagge, eigentlich die Revolutionsfahne war von damals, dann habe ich ein ganz anderes Gefühl zu der Geschichte. Ja. Also immer, was man da für einen Zusammenhang herstellt und wie man da mit umgeht, ist der Punkt. Peter? Ja, ich sag mal, für das, was jetzt gerade anliegt und wichtig ist, ist natürlich jetzt klar umrissen, wer jetzt deutsch ist oder wer sich jetzt im Grunde dieser Abstimmung widmen kann und auch dieser späteren Klärung des Grundgesetzes. Da sollten wir uns jetzt einigen und das ist eigentlich klar. Was dann später daraus wird, wie wir uns dann verstehen wollen als Nation oder als Deutsche, das kann man ja dann immer noch klären. Ich habe schon beispielsweise, ist mir jetzt so der Gedanke gekommen, stell dir vor, ein Brasilianer geht so in sich und sagt, Mensch, beschäftige ich mich mit Deutschland und sagt, Mensch, ich möchte da leben, ich finde das total toll. Ja, eine Freundin von mir zum Beispiel, die war in Peru und hat gesagt, das ist meine Heimat hier auf immer und dann ist die 15 Jahre in Ecuador gewesen. Weiß jetzt nicht Peru ist, aber egal. Ja? Die hat sich dann da so irgendwie hingezogen gefühlt gehabt, dass die sich da sehr zu Hause gefühlt hat. Sowas kann ja jederzeit passieren. Und dann ist eben der Brasilianer, kommt nach Deutschland, will sich hier niedersetzen und dann ist er auch Deutscher halt. Ne? Und das müsste man dann auch klären. Sowieso, wer eine deutsche Staatsbürgerschaft beantragt, ist dann Deutscher. Punkt aus. Egal, wo er kulturell herkommt. Und dann kann Frau Warnknecht dreimal iranische oder was weiß ich nicht für Russen haben. Meine Familie von meiner Mutter kommt auch aus dem Hugenottischen. Mein Opa heißt Schulz mit UU und wurde mir erklärt, das kommt daher, dass sie von den Hugenotten abstammen. Naja, das ist mir so weit von Brust, finde ich aber gut, ja. Ein bisschen französisch sein kann ja nicht schaden. Ja. Das ist ja sowieso nochmal ganz interessant, wenn man dann genetisch diese Sache nochmal aufräufelt. Ich meine bloß, wer möchte das? Ja. Ja, wir sind ja dann werden wir nämlich feststellen, 1640. Dann werden wir feststellen, dass wir alle aus einer großen Familie kommen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir von Adam und Eva abstammen, aber im Endeffekt ist das ja nur ein Bild, was im Endeffekt dann stimmt. Wir sind alle eine große Familie, nämlich eine Menschheitsfamilie. Richtig. Ich finde es also, trotzdem aber jetzt, irgendwie jetzt wichtig, die Aktion, dass. Sag mal, ist es schon wichtig, dass wir das ganz klar umreißen jetzt, damit wir hier zum Potte kommen. Ansonsten verfransen wir uns in Fragen, die eigentlich für den jetzigen Moment nicht notwendig sind. Aber da darfst du gerne widersprechen, Ralf. Du hast gerade den Kopf geschüttelt. Ja, ist die Diane. Ja, ich finde es halt auch wichtig,
wenn man schon davon spricht, wer gehört alles dann dazu und dass einem klar ist, was eigentlich ja die Grundwerte sind. Und ich finde auch, dass es für uns als Deutsche tatsächlich Zeit wird, wieder ein Selbstwertgefühl aufzubauen und auch eine Selbstliebe. Also ja. Weil die ja nicht dazu führt, dass man dann andere verachtet, sondern im Gegenteil, wenn man mit sich in einer Selbstliebe ist, eben auch anderen wertschätzend gegenübertreten kann. Und ich glaube, erst wenn wir das auch schaffen, können wir ja überhaupt so eine Basis bilden, dass Menschen sich auch, ja, wie man dann immer so schön sagt, die sollen sich integrieren. Weil in was soll man sich denn integrieren, wenn die da schon sind, sich selbst ablehnen? Also wenn ich in irgendein Land gehe, wo alle sagen, Entschuldigung, ich bin Franzose. So, ja, will ich dann Franzose werden? So, was soll denn der Scheiß? Nee, da will ich doch irgendwie nur sein und nur mich als das auch identifizieren, wenn die auch sagen, es ist doch schön, dass ich irgendwie Franzose bin. Oder und wir sagen würden, es ist schön, dass ich Deutscher bin. Natürlich haben wir eine ganz, ganz schwere Vergangenheit und das ist eben wirklich das Traumatische, was uns ja so schwer belastet. Und da sehe ich aber eben das Grundgesetz zum Beispiel auch als eine tolle Chance für das Selbstbewusstsein auch, welche Werte wir eigentlich vertreten. Und das finde ich dann schon wiederum sehr, sehr wichtig. Also wenn Leute sozusagen sich hier einbürgern, aber diese Werte überhaupt nicht vertreten und nur den Rechtsanspruch genießen, dann empfinde ich das zum Beispiel als ziemlich falsch. Also wenn man jetzt sagt, irgendwie, ja, eigentlich will ich hier die Scharia durchsetzen, aber ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft, geht mir wirklich, also da habe ich kein gutes Gefühl bei, ja. Das finde ich überhaupt kein bisschen gut. Also ich denke schon, dass das Grundgesetz da auch eine gute kulturelle Wertgrundlage bilden kann. So, jetzt weiß ich nicht, wer sich als erstes gemeldet hat. Ja, ist ich. Gut. Und dann Peter und dann Stefan, meiner Wahrnehmung. Mhm. Ja. Also das Wort mit der Selbstliebe wollte ich da noch ein bisschen, Selbstachtung. Also Selbstliebe ist ein Teil, aber es muss Selbstachtung sein. Und wenn die fehlt, dann gerät man in Unterwürfigkeit. Mhm. Und das macht unser Bundespimpf, der glaubt, er wäre der Kanzler, der Scholzo-Schlumpf und Bundespimpf, der macht uns das gerade vor. Ganz extrem, was passiert, wenn man keine Selbstachtung hat. Die kann er auch nicht haben. Ich meine, der Mann hat zu viel Dreck am Stecken, um überhaupt in so einer Position zu sein, in der er ist. Man denke an Wartburg und an Cum-Ex und an diese anderen Geschichten und so weiter und so fort. Das ist aber eine andere Geschichte. Aber Selbstachtung muss sein und die muss auch wieder herkommen irgendwie. Die fällt ja nicht vom Himmel. Und die Selbstachtung, die wir haben, die kann jetzt unmöglich aus dem, ich will mal sagen, aus dem völkischen Zusammenhang kommen, weil der ist eigentlich durch Adolf ziemlich zerstört worden. Durch diese Art zu sagen, wir sind Arier oder irgendwas, weiß ich schon, Blödsinn. Also heute gesagt, daher kann sie nicht kommen, sondern die muss, ich will mal sagen, aus einer Art von Identifizierung kommen, die eine andere ist. Und da gibt es dieses Wort vom Verfassungspatriotismus. Das Wort Patriotismus gefällt mir daran nicht. Verfassungsidealismus fände ich besser, dass man sagt, die Würde des Menschen muss im Zentrum einer Gesellschaft stehen. Und es muss echte Demokratie und echter Rechtsstaat da sein. Das sind die zwei Säulen gewissermaßen des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ins Zentrum. Und zwar nicht des Deutschen, sondern des Menschen schlechterdings. Und echte Demokratie und echter Rechtsstaat und echter Sozialstaat, das gehört aber mit der Würde direkt zusammen. So, diese Dinge. Und da fängt man an, ich will mal sagen, ganz anders zu denken. Und da denkt man teilweise auch anders als die Menschen in anderen Nationen oder in anderen, in China zum Beispiel ist die Würde des Menschen oder die Freiheitsimpuls, der wird da völlig anders empfunden als hier und nochmal ganz anders als in Amerika und so weiter und nochmal anders als in Arabien. Da muss man mal gucken, wie die Menschen verschieden erleben und wie sie verschieden, ich will mal sagen, in solchen Gedanken, Konstrukten oder in solchen Gedanken zusammenhängen, inkarniert sind. Da sind Unterschiede. Und ich würde sagen, es wäre gut, wir würden hier was haben wie eine Bewegung, die im Grundgesetz sich gründet. So, also die direkt im Grundgesetz sich gründet und dass man jeden, also dieser Kermani, der war so interessant, wie der über das Grundgesetz gesprochen hat,
500 Mal bedeutender als jeder Politiker, der da rumrennt. Und da kommt einer von außen aus dem Iran und oder Persien, wie man das immer noch nannte oder sowas, kommt daher und erzählt in einer Weise über das Grundgesetz und was für eine Bedeutung das hat, wo unsere Steinmeiers oder sowas nur hinrotzen, Blödsinn hinrotzen. Und aus solchen Gedanken, da könnte das kommen, dass man sagt, ey, verdammt nochmal, da ist eine Art von Zusammengehörigkeit möglich, die aber, ich will mal sagen, erkämpft werden muss. Die ist ja nicht spontan da und die unter Umständen durch eine kommende Revolution genauso positiv hier wirkt wie in allen anderen Nationen. Wenn es die Rede gibt, können wir die vielleicht ja in die Fußnoten tun. Das wäre vielleicht mal ganz interessant. Was mir dazu einfällt, wobei das nicht war, weshalb ich mich gemeldet habe. Ich gehe jetzt mal davon aus, ich habe diese Rede nicht gehört und ich weiß auch nicht im Kern, worum es geht, aber ich vermute mal, dass er meint, dass dieses Grundgesetz als solche eine unglaublich gute Basis ist, um sich darauf zu verständigen, wie wollen wir hier leben. Und dass alle Menschen, die diese Grundgesetz so genauso feiern wie wir auch, also in ihren Säulen, Paragraph 1 und 20 in erster Linie zu nennen, sich dann praktisch hier in dieser Art niederlassen können, dann sind wir keine Deutschen mehr, sondern Grundgesetzler, könnten wir auch sagen. Mal so ganz nebenbei. Genau. Ja. Und das fand ich ganz interessant, diese Idee. Aber weshalb ich mich eigentlich gemeldet habe, war, weil das ja schon ein paar Mal hier angesprochen wurde, jetzt und auch von mir, diese schwere Bürde unserer Vergangenheit. Und da frage ich mich dann ehrlich gesagt, warum haben wir die eigentlich? Weil sie so kurz hinter uns liegt, weil sie gerade erst noch so fühlbar ist, weil es noch immer Menschen gibt, natürlich, die das leibhaftig miterlebt hat, bis hin zu meinem Vater, ne, der mit 18 an die Ostfront kam. Und warum haben aber die Engländer zum Beispiel oder die Amerikaner diese Trauma nicht? Die Amerikaner haben Volk ausgerottet, sag ich mal, oder auch nicht die Amerikaner. Wir wollen die auch nicht alle über den Kamm scheren, denn da waren ja auch nur bestimmte Leute, die das praktisch lanciert haben. Da gibt es kein Trauma und kein schlechtes Gewissen oder so, oder das Empire halt, ne? Was haben die in Indien und weiß ich was nicht wo für Unwesen getrieben halt, ne? Aus welchen Gründen? Irak, auch immer. Afghanistan, Hammer. Ja. Und da frage ich mich, wo ist deren Trauma? Wo, ne? Die Indianer werden heute noch in Reservaten zusammengepfercht und kein Schwein, kein Amerikaner würde das jemals irgendwie als schwarzen Vietnam. Fleck auf seiner weißen Weste sehen. Vietnam, ja, keine Frage. Wie kommt denn? Wie kommt denn? Warum sind wir Deutsche so, warum immer diese Asche auf unser Haupt, dass die uns so beschwert, dass wir nicht mal aufrecht gehen können? Und die anderen Nationen gehen damit ganz lapidar um. Als wenn es nie was gewesen wäre. Im Gegenteil, sie sind noch stolz drauf. Ja. Naja, vielleicht. Ne? Je nachdem, wen man fragt. Aber auf jeden Fall wird es nicht thematisiert. Und so lange liegt es mit Amerika nun auch noch nicht hinter ihm halt. Ne? Nee, ist mittendrin. Ja. Die Schwarzen, ne? Die Sklaverei, was ist da alles nicht passiert? Ja. Aber das kommt ja auch noch dazu. Man braucht das nicht aufrechnen, man kann, ja. Ja, ja, ist aber fast noch schon wieder ein anderes Thema. Das würde jetzt zu weit führen, darüber zu diskutieren, weil das ist ja auch nicht unser Thema. Wir wollten ja eigentlich unsere Wurzeln rausbekommen. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon überhaupt einen Schritt weiter sind. Ja, ich glaube, ich antworte da jetzt auch lieber mal nicht drauf, was du jetzt gesagt hast. Ich habe da meine Gedanken zu und habe da meine Theorien, wieso das so ist und so weiter. Ja, ich auch. Und bin ja auch eigentlich ziemlich begeistert von dem, was der William Toole sagt. Aber was ich wollte euch jetzt die Frage stellen, und da kommen wir jetzt zu dem, das fände ich jetzt mal einfach interessant, wenn ihr so mal reinfühlt, wo würdet ihr euch eigentlich, also wo würdet ihr eure Wurzel verorten, dass ihr sagt, ihr seid deutsch? Also was macht für euch das aus? Also in der ganzen deutschen Historie, weil das ist ja so schwierig irgendwie. Deutschland war immer, oder das kann man ja gerade gar nicht so sagen, Deutschland gab es ja eigentlich nie irgendwie. Es waren immer verschiedene Volksstämme, es war immer irgendwie so eine große Vielheit, die immer wieder darum gerungen hat oder durch die Historie dazu gezwungen wurde, sich irgendwie zu etwas zu verbinden, was eigentlich einzeln war. Und wir sind ja immer noch ein föderaler Staat, also da gibt es immer noch die Bundesländer und eben, wie wir so oft jetzt gesagt haben, die einzelnen Regionen und so. Also irgendwie ist das mit unserer Historie ja schon sehr speziell.
Und aber gibt es bei euch irgendeinen Punkt, wo ihr sagen würdet, das ist euer Anknüpfungspunkt historisch, wo ihr rauszieht irgendwie, ich bin deutsch oder sowas? Ich habe ja, verwende ja die Hand nicht, aber ich habe mich ja vorhin gemeldet schon. Ja. Ich mache so einen kleinen Rundumschlag. Also ich kann mit dem Begriff Verfassungspatriotismus viel anfangen. Und zwar, mich stört auch das Patriot da drin jetzt nicht, weil es uns anschlussfähig ans Ausland macht, weil überall auf der Welt verwenden die den Begriff. Und zwar für eine nicht unbedingt konservative Haltung. Das ist ja das. Das ist nochmal was ganz anderes eigentlich, was da als Patriotismus gesehen wird. Und dieser Begriff wird vom Ausland, schwappt vom Ausland bei uns zurzeit auch rein in diesen Selbstbehauptung gegen unsere zerstörerische Regierung, in diesem Sinne der Selbstbehauptung. Und von daher finde ich den Begriff, stört mich das da überhaupt nicht mehr dran. Ihr habt vorhin diese Selbsterniedrigung angesprochen. Also Habecks Diener vor dem Scheich. Da fehlen mir die Worte, das hätte ich nie gemacht. Ja? Aber wo habe ich das her? Das habe ich von meiner Mutter und von meinem Großvater. Ja? Nicht mal vom lieben Gott senke ich den Kopf, weil der ist da oben. Also ich meine, ich bin nicht mehr in der Kirche und so, aber als ich es noch war. Ja, also den Kopf senke ich vor jemandem, vor dem ich eine hohe Achtung habe und die in dem Moment ausdrücken möchte. Ja, das kann jemand ganz Primitives, Ungebildetes sein. Ja? Das hängt nicht vom Bildungsstatus ab. Und du hast gefragt, was das ausmacht. Ich habe viele Anknüpfungspunkte in der Vergangenheit. Mir hat Goethe immer sehr viel gesagt. Mir hat die Romantiker sehr viel gesagt. Mir hat Hermann Hesse sehr viel gesagt. Also es ging immer um Literatur letztendlich. Ja? Und Hermann Hesse ist ja nun auch kein Deutscher, aber ist ein Deutscher. Ja? Mir hat meine eigene Familie, weil das ja so in großen Schritten rückwärts geht, Generationenunterschiede sind sehr groß, hat immer sehr viel gesagt. Jetzt war meine Familie nicht in dem Sinne in irgendwelche Gräuel verstrickt, aber auch nicht so sehr leidtragend unter dem Ganzen. Trotzdem habe ich irgendwann entdeckt, dass ich ein Trauma weitergegeben bekommen habe von meinen Eltern, weil es hängt vom Mensch ab, wie viel reicht, um dass du ein Kriegstrauma hast. Auch damit fühle ich mich deutsch. Ja? Also, dass ich quasi etwas vererbt habe von einer Vorgeschichte, mit der ich überhaupt nichts zu tun hatte. Ja? Und von Menschen, die eigentlich, meine Mutter und mein Vater waren ja jung, also meine Mutter war ein bisschen älter, die war schon eine junge Frau, aber die gar nichts damit zu tun hatten. Und ich habe es vererbt bekommen. Also ich lebe mit meiner Geschichte, ich gehe mit meiner Geschichte um, in dem Sinne fühle ich mich deutsch. Aber ich fühle mich zum Beispiel, ich habe mich früher in Frankreich mal wohler gefühlt, und ich fühle mich zum Beispiel im Sinne von Heimat nach Schottland hingezogen. Ja, also das ist eine ganz komische Gemengelage, aber ich glaube nicht, dass das so was Ungewöhnliches ist. Ich glaube, das haben viele Menschen. Egal ob es jetzt, ich habe jetzt nichts mit Schottland herkunftsmäßig zu tun, ich habe es ja vorhin eingeworfen. Hier im Süddeutschen, von der einen Seite wissen wir es nicht, letztendlich wohl immer schon hier. Und ich hätte gerne was vom Ausland drin gehabt, ist aber nicht. Und die anderen kommen aus der Schweiz. Trotzdem habe ich dieses Gefühl entwickelt zu Schottland, warum auch immer. Und es hindert mich aber nicht, mich auf diese genannten deutschen Dinge zu berufen, dass ich in meiner Jugend eben auch viel Gedichte gelesen habe und Sachen, die mich aus der Romantik, die mich sehr angesprochen haben. Und das ist für mich dann deutsch. Aber ich fühle mich auch als Kurpfälzerin, eigentlich sogar in erster Linie. Auch wenn ich mich in Mannheim jetzt nicht mehr heimisch fühle, wo ich ja herkomme. Aber das ist so eine, dann Zwiebelmodell passt schon ganz gut. Ja, das sind so verschiedene Schalen. Und ich denke, die hat jeder. Und vielleicht ist es auch ein Ding, das Ausland lacht uns ja aus, wie wir uns selbst zerfleischen. Ja? Mhm. Und auch Israelis sagen, ja, was soll das, dass ihr da immer noch mea culpa, mea maxima culpa? Das ist Quatsch. Das funktioniert auf Staatsebene. Ja. Das funktioniert nicht auf der menschlichen Ebene.
Auf der menschlichen Ebene habe ich noch nicht gehört, dass es groß Menschen gibt, die uns einzelne Menschen verdammen, weil wir deutsch sind. Mag es geben, wir sind sich nicht begegnet. Hängt vielleicht auch damit zusammen, mit was man ausstrahlt. Und ich glaube, diese Vielschichtigkeit, und die muss sich erst irgendwo hin entwickeln. Und vielleicht könnte uns wirklich es helfen, wenn wir international zusammenarbeiten und mal hingucken, was sind wir da für ein Haufen, der da in der Mitte von Europa hockt? Und was denken die anderen über uns? Und können wir daraus was entwickeln? Aber ich finde, nochmal darauf zurückzukommen, diese Verfassung, diesen Verfassungspatriotismus, das ist was ganz Wesentliches für mich. Und das ist eben auch was, was mich sehr jung schon angesprochen hat, unser Grundgesetz. Und worum es für mich kreist, die Menschenrechte, die Menschenwürde und Menschlichkeit. Also mein oberster Wert ist eigentlich Menschlichkeit. Ja? Und da fühle ich mich relativ deutsch mit, da fühle ich mich nicht undeutsch mit. Okay, Ralf? Also ich wollte mal sagen, wann ich mich genau als Deutscher fühle. Ich fühle mich normalerweise gar nicht als Deutscher. Ich bin halt, ne? So. Aber in dem Moment, wo ich ausgegrenzt werde, dann kommt das Gefühl, dass ich Deutscher bin. Und zwar, ich wohne hier in Berlin im Wedding, an der Badstraße, so hier mittendrin im Wedding. Und da ist es so, wenn du auf die Straße gehst, bist du der einzige Deutsche. Also der einzige mit deutschem Migrationshintergrund, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. So, und wenn ich da rumlaufe und die ganze Straße ist voll mit Leuten, die ganz anders aussehen und ganz andere Impulse haben oder was, dann renne ich da rum und denke, ey, ich bin hier die einzige Kartoffel. Dann kommt so ein Eigentümsgefühl auf. Das ist das eine. Und jetzt sage ich, wo es nicht auftaucht oder wo es anders auftaucht als ein Wir, dann taucht als ein Ich auf. Gewissermaßen, dann bin ich wie ausgegrenzt und habe das Gefühl, ey, wer bin ich hier eigentlich in dieser Umgebung? Ne? Wenn hier dann Volksfeste sind auf der Straße, dann gibt es manchmal so ein Volksfest auf der Straße, dann hat mal jemand versucht, da Bratwürste zu verkaufen. Der ist gescheitert, weil niemand Schweinefleisch kauft, ganz einfach. Der stand da und hat keine einzige Wurst verkauft, den ganzen Tag, obwohl die Straße voll war. Wo das sofort sich auflöst ist, wenn ich mit Ausländern, also mit Leuten mit anderem Migrationshintergrund, wir haben ja auch in der Familie Leute, die kommen aus China und aus Japan und waren selbst in Japan mit chinesischem Migrationshintergrund. Meine Schwester hat entsprechend eingeheiratet. Ich habe Freunde, die kommen aus Arabien und weiß nicht, gut. Wenn man mit denen redet und hat das Gefühl, man versteht sich gut, dann ist dieses, ich bin Deutscher, du bist was anderes, das verschwindet in dem Moment. Das ist, also in dem Moment hat man das Gefühl, man ist an einer Sache, an einem Thema, man ist eines Geistes. Und in dem Moment fällt das auch weg, dieses Gefühl. Das ist ganz interessant. Wenn die sich jetzt hinsetzen würden und würde sagen, aber wir Chinesen, wir sind viel besser und ihr seid nur die Crowds oder so, ich weiß nicht, wie die Chinesen uns nennen, dann taucht das natürlich sofort wieder auf. Aber sobald man eines Geistes ist, verschwindet dieses Gefühl ganz einfach wieder sofort. Da auf dieses Phänomen wollte ich nur hier hinweisen in Kürze. Und dann wollte ich noch was mit der Schuld sagen. Ganz wichtig. Ob eine Schuld zum Beispiel bei den Amerikanern jemals abgearbeitet wird. Es gibt dort Einzelne, die das in einem unglaublich hohen Grade machen. Da muss man sich mal den Noam Chomsky angucken oder sowas. Wie deutlich der die Schuld auch der Amerikaner im Blicke hat und wie deutlich der das alles zeigt. Aber das ist immer eine Frage, ich will mal sagen, auch der Presse und der gesamten Kultur, wie weit man sich damit auseinandersetzt oder nicht. Und wir hatten nun, ich will mal sagen, das Glück oder die besondere Gelegenheit, uns damit ganz besonders tief auseinanderzusetzen. Und das war ja auch im Interesse derjenigen, die uns da umerziehen wollten. Das kommt ja noch mit dazu. Aber ich glaube, mit dem Schuldgefühl, da kann man gut mit umgehen, ohne in Unterwürfigkeit zu geraten oder sowas, wenn man die richtigen Konsequenzen zieht. Also wenn man sagt, wir haben aus diesem Verbrechen das die richtige Konsequenz gezogen und die ist einmalig. Zum Beispiel, wenn in unserer Verfassung steht, die Würde des Menschen ist unantastbar, dann ist das eine Art, damit umzugehen,
zu sagen, es geht nicht, da steht nicht, die Würde des Deutschen ist unantastbar und Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit für alle Deutschen, sondern das bezieht sich wirklich auf die Menschen als solchen. Und das ist, und da taucht was auf, und da, so gibt es ganz viele Sachen, wo, wenn man in der richtigen Weise damit umgeht, dann kann man sogar eines Tages vielleicht sagen, für sich selber, es ist ein Glück gewesen, dass wir uns damals so daneben benommen haben, weil die Früchte, die daraus geworden sind, sind so tiefgreifend neuartig und so, ich will mal sagen, so spirituell hochwertig oder sowas, ne? Wobei das die Schuld oder das Leid, was die anderen damit haben, ist ja damit nicht aufgelöst. Aber für das eigene Selbstbewusstsein, dass wir sagen, ey, wir ziehen jetzt die richtigen Konsequenzen, dadurch stehen wir anders in der Welt. Und das erkennt jede andere Nation an. Das ist ja das Interessante gewesen bei unserer Art von Entspannungspolitik, wo wir gesagt haben, wir machen keine Blockpolitik, sondern wir stellen uns so in die Welt, dass wir gucken, welche Bedürfnisse auch die anderen haben und diesen Bedürfnissen genauso entgegenkommen wie den Bedürfnissen der Amerikaner oder unserer Bedürfnisse, dass man gemeinsam was macht und wirkliche Vertrauenspolitik macht. Das ist überall gut angekommen, überall. Und damit ist unser Rang, also der Rang der Deutschen in der Weltpolitik, auch unglaublich gestiegen und durch Frau Merkel und was jetzt passiert, unglaublich wieder untergraben worden oder zusammengefallen. Das ist, da taucht was auf und das hat, da löst sich diese Schuld auf. Ganz einfach, so in der Art. Und nicht durch Reden, sondern durch Tun. Und das wollte ich an dieser Stelle auch noch sagen. Jo. Ich weiß nicht, du hast es noch nicht ganz gesagt, wo du dich sozusagen, du hast es so ein bisschen gesagt. Doch, Deutschland, ich wollte jetzt mehr in die Historie eigentlich so ein bisschen rein, aber da hast du jetzt nicht so einen Anknüpfungspunkt. Es gibt kulturelle Wurzeln, die kann man jetzt, wenn ich sagen würde, ich wäre jetzt mit Arabern gut zusammen, die haben andere Kultur. Und da an der Stelle taucht das Interesse auf. Nee, ich meinte was anderes. Also ob du so ein bisschen irgendwie sowas hast, wie du fühlst dich deutsch, weil du dich irgendwie stark verbunden fühlst mit der Zeit des Idealismus, des deutschen Idealismus oder mit den Germanen oder also gibt es da irgendwas? Na, der Goethe hat ja gesagt, wenn man nicht 3000 Jahre rückwärts weiß, dann ist man noch gar nicht da, was alles passiert ist oder was. Aber ich komme nicht auf 3000 Jahre. Also ich komme maximal auf 1000 Jahre. Also die Staufer sind für mich was Wichtiges gewesen oder sowas. So die Grundgesinnung dort. Mhm. Und was dazwischen passiert ist. Aber ich bin geschichtlich nicht in diesem Sinne gebildet wie andere. Das sind ganz deutlich. So, also hast du da auch diesen Bezug in dem Sinne nicht? Okay. Ja. Doch, aber da fühle ich mich natürlich mit verwurzelt, dann vor allen Dingen auch mit der Goethe-Zeit und mit der Revolution und weiß der Kuckuck was alles. Ja, total. Also das würde ich schon sagen. Aber das kann man, da auf der Ebene wird es keine direkte Verbindung geben mit Leuten aus der arabischen Kultur. Die erleben halt andere Dinge. Ne? Ja, nee, aber ich habe ja dich, also ich habe jetzt jeden persönlich einfach gefragt, was sozusagen für dich im Deutschen so die Wurzel ist. Auch. Das wäre für mich eine Wurzel und dieses Element auch im Deutschen, zum Weltenbürger werden zu wollen. Also quasi nicht im eigenen Rand sitzen, sondern sagen, Interesse für den Rest. Und da würde ich gerne gleich noch was dazu erzählen, was das eigentlich heißen könnte, wenn man hier in Deutschland tatsächlich dieses Interesse für die anderen Kulturen auch entwickelt und auch für die Menschen in anderen Kulturen. Und wenn es dann hier heißt, ey, hier sind jetzt auch andere, die mitmachen, nicht mehr nur die Deutsch und die rassische oder die ethnisch Deutschen und die Kulturdeutschen, sondern da taucht ja was anderes auf plötzlich. Plötzlich taucht Weltgeschichte in Deutschland auf. Menschen mit weltgeschichtlich anderen Impulsen in Deutschland, ja. So. Okay, aber dann lassen wir jetzt noch Peter und mich. Dann hatte sich noch Stefan gemeldet und dann. Peter, du bist noch stumm. Du hast dich stumm geschaltet, Peter. Echt? Manchmal ist es verflixt. Ja, du hast nach den Wurzeln die Frage. Finde ich schon eine sehr schöne Frage. Und da hat ja, denke ich mal, auch jeder seine ganz persönliche, individuelle Empfindung dazu. Und ich hatte ja vorhin schon mal so ein bisschen von diesem Heimatgefühl gesprochen. Und der kommt mir auch jetzt immer wieder hoch.
Ich würde jetzt gerne nochmal ganz diese Schuldfrage, ich finde die schon sehr interessant und warum wir diese Bürde immer noch so mit uns rumschleppen. Also ich schleppe sie auch nicht mit rum. Ich habe die abgelegt, weil ich auch eben sehe, natürlich, wie Ralf so schön sagte, an den Taten sollst du uns messen. Und da ist ja auch zum Beispiel der Kniefall von Brandt vor dem Denkmal in Polen dort eine ganz entscheidende Sache gewesen. Und so weiter und so fort. Und die Frage ist ja auch immer noch, wie ordnen wir das ein? Wie ist jetzt der Erste, Zweite Weltkrieg überhaupt entstanden? Welche Hintergründe hatte das eigentlich im Einzelnen? Ist Deutschland alleine daran verantwortlich gewesen und so weiter und so fort? Das ist ja die eine Sache. Und wenn ich so nach meinen Wurzeln gefragt werden würde, also ich würde da schon durchaus bis zu den Germanen runtergehen tatsächlich. Und natürlich ist Goethe immer einer derjenigen, der sofort genannt wird, wenn man sich mit Deutschland identifizieren möchte. Ich glaube, kein anderes Land der Welt hat Institute woanders, Goethe-Institute, ich glaube, es gibt keine Shakespeare-Institute in anderen Ländern, ich weiß es nicht, vielleicht verrückt mich da auch. Aber hat ist schon eine kuriose Sache. Aber es gibt ja auch immer noch so eine, tollen Menschen wie Hildegard von Bingen oder auch Hermann. Hermann-Denkmal ist ja auch ein Gerätezeichen für deutsche, ja, deutsche Geschichte, wie auch immer. Und ich fühle mich dann doch schon, wenn man ganz tief gehen würde, schon den Germanischen sehr verwurzelt. Also auch alles, was mit den Germanen zu tun hat, auch vor der Völkerwanderung noch, die germanische Heilkunde, solche Dinge halt. Ne? Also da, sowas fällt mir dann auch immer ein halt. Ne? Und das Germanische ist ja, glaube ich, auch sehr breit gefächert. Also aus diesem Germanischen kommen ja viele ethnische Verbindungen her halt auch. Ne? Also das finde ich schon sehr interessant. Und wenn ich jetzt, Heimat ist für mich dann doch immer noch mal was ganz, ganz anderes. Also ich fühle mich schon hier in diesem Raum, also ich bin ja Berliner, wie man unschwer hört, diesen Landstrich hier schon als Heimat verbunden. Also Berlin, Brandenburg, so diese Ecke halt. Nichtsdestotrotz fliege mich danach dann schon als Deutscher im Hinblick auf von Bayern bis nach Hamburg, Rostock, tralala. Und dann natürlich, wenn ich weiter gucke, natürlich auch als Europäer und Weltenbürger halt. Ne? Je nachdem, von welchem Standpunkt aus ich das halt betrachten möchte. Halt, ne? Ja, also ich fühle mich hier sehr wohl in diesem Ort, wo ich lebe und wirken darf. Und auch diese Beziehung zu den Nachbarländern, ob das jetzt Österreich, Schweiz, Frankreich, Polen ist und so, die sind mir auch alle schon sehr nah halt. Ne? Also näher natürlich als das Brasilien oder so halt. Ne? Amerika ist nochmal wieder ganz anders, weil Amerika ja im Grunde genommen aus Europa heraus erwachsen ist. Jedenfalls diese Menschen, die da jetzt leben, sind ja im Grunde genommen alle mal ehemalige Europäer gewesen. Ne? Also das ist ja auch nochmal eine ganz andere Geschichte halt. Ne? Also die Urbevölkerung von Amerika, wenn man das jetzt mit den Indianern vergleichen möchte halt, ne? wenn das jetzt die Urbevölkerung ist, weil Amerika, soweit ich das weiß, war ja mal völlig menschenleer. Erst die Indianer oder die Wikinger, wer auch immer Amerika zuerst entdeckt hat, über Grönland dann eingewandert sind und Amerika bevölkert haben, das kann man sich ja darüber streiten, wer dann der Erste war. Ne? Naja, also wenn es nach den Wurzeln geht, dann sehe ich mich da schon im Germanischen verankert. Das war schon. Also bei mir, ich kann es irgendwie historisch gar nicht so richtig sagen. Ich weiß nur, dass ich halt aufgewachsen bin noch mit der typischen Ost-West-Spaltung so, weil wir hatten halt Verwandte im Osten und wir waren dann aber im Westen, einige waren drüben geblieben und ich meine, da war ich ja noch klein, aber für mich war das irgendwie immer so, in den Osten zu fahren. Die DDR war für mich Urlaub und irgendwie war für mich Osten dann immer so verbunden mit irgendwas ganz familiärem, schönem. Also irgendwie war ich dann auch so Wahl-Ossi, bin dann nach Magdeburg zum Studieren gegangen, habe das irgendwie total genossen. Das war so ein bisschen eine andere Mentalität im Osten als im Westen. Ich war halt auch immer mehr so der Typ, pack dir ein Butterbrot ein. Also Ralf ist so der typische, ich kaufe mir dann irgendwie was im Restaurant oder irgendwie am Bäcker. Also ich war halt irgendwie immer so der typische Ossi eigentlich. So mache aus jedem Kram noch irgendwie wieder was Gutes und bastel was draus und so. Und hatte aber ansonsten, muss ich sagen, irgendwie eher so ein totales, gar kein Gefühl von irgendeiner
Anbindung an irgendeine familiäre Historie nach Deutschland, weil ich halt als Adoptivkind eigentlich immer das Gefühl hatte, ich bin so irgendwie so, gehöre ich nirgends richtig hin. Und was ich eigentlich spannend finde jetzt, so erst in den letzten Jahren, ist an dem Gedanken von Deutschsein mehr so diese spirituelle Dimension, die ich jetzt so in letzter Zeit so ein bisschen mitbekommen habe, wo ich für mich so denke, was ist die Aufgabe von Deutschen oder die Aufgabe Deutschlands und irgendwie welche Werte sind da so entscheidend? Und da sind es für mich die Werte von Wahrheit und Schönheit und Tatkraft. Also und das ist irgendwie für mich was, wo ich dann sagen würde, okay, damit möchte ich mich einfach gerne identifizieren im Sinne von, dass das was Deutsches wäre. Nicht, dass das nicht auch andere Nationen auch haben oder andere Kulturen. Ja, und was auch sehr, glaube ich, entscheidend ist, ist einfach die Anbindung an die Natur, die ja nun mal hier in Deutschland eben wie, so ist, wie sie ist und in vielen, vielen Ländern eben komplett anders ist. Und das ist schon etwas, was dann ja auch ein vertrautes Gefühl gibt. Einfach diese Naturanbindung so. Genau. Darf ich nochmal ganz kurz vielleicht was ergänzen? Weil ich hatte mir nämlich hier noch aufgeschrieben, unter welchen ethnischen Werten wollen wir uns eigentlich versammeln? Und das ist für mich eine ganz entscheidende Sache. Und da ist mir, und da sind mir diese ethischen Werte auch sehr wichtig. Und gerade das, was im Artikel 1 und also gerade hauptsächlich im Artikel 1 des Grundgesetzes steht, die Würde des Menschen ist unantastbar und freie Entfaltung der Persönlichkeit. Dazu gibt es mehr eigentlich gar nicht zu sagen. Da braucht man auch nicht sehr viel mehr ergänzen. Ja, also das hat für mich ist substanziell und die Verbindung natürlich mit der Natur. Und wir sind hier in Deutschland, ist ja eigentlich mal ein Waldland gewesen. Mhm. Das ist ja völlig außen vor gekommen inzwischen. Ne? Also der Wald, der hier bei uns noch existiert, der Urwald, der ursprünglich, den gibt es kaum noch. Mhm. Vielleicht irgendwo ein bisschen im Bayerischen Wald wird man da noch einige Rudimente entdecken. Aber Deutschland war bedeckt von Wald. Mhm. Ne? Und die Anbindung gerade der Germanen an die Natur war kolossal und also ganz extrem. Ja. Was man auch in der germanischen Medizin auch wiederfindet. Halt, ne? Diana, du hast eben gesagt, welche Eigenschaften würdest du als Deutsch Tatkraft und Wahrheit und Schönheit. Wahrheit und Schönheit. Der Punkt ist der, ein Volk oder eine Menschengruppe macht die Mischung aus. Diese Werte und diese Eigenschaften, da gibt es nur eine begrenzte Menge davon. Aber jede Gegend hat eine andere Mischung und das macht es ja auch reizvoll, irgendwo wegzufahren, in Urlaub zu fahren. Wenn wir alle gleich sind, brauchen wir nicht in den Urlaub fahren. Ich habe mir ein paar Sachen notiert, weil mittlerweile muss man notieren, weil es so interessant ist. Thema Schuld. Ich habe mich nie schuldig gefühlt. Ich habe mich immer geärgert über diesen Schuldkult. Für mich war, und das ist mir eben gerade klar geworden, für mich war mit dem Grundgesetz, war das Ding abgegessen. Wenn wir nach dem Grundgesetz handeln, dann ist das richtig, dann ist das gelernt, dann ist es gut so. Für was ich mich aber immer schuldig gefühlt habe, wenn die Deutschen nicht nach dem Grundgesetz handeln. Israel-Frage. Der Staat Israel, dem gilt nicht meine Loyalität und dem sollte auch nicht die deutsche Loyalität gelten. Den Menschenrechten, die Würde jedes Menschen ist unantastbar. Das sollte die Staatsmaxim sein. Du hast es ja auch schon gesagt. Das ist das Wesentliche. Und ich fühle mich für in der Gegenwart schuldig, für Dinge, die Deutsche tun, wo ich sage, mein Gott, wie könnt ihr das machen? Ihr solltet doch aus der Geschichte gelernt haben. Mhm. Ja? Jetzt Frau Baerbock. Ja, aber ich schäme mich. Ich ärgere mich nicht über jetzt. Mir geht es genauso. Deswegen gucke ich mir es nicht mehr an, weil es ist zum Schämen. Ja? Aber eben, das ist auf die Gegenwart bezogen. Das haben vielleicht andere auf die Vergangenheit bezogen. Das hatte ich nie. Ich habe mich immer darüber geärgert, wenn sie es nicht richtig angewendet haben. Weil denen damals ist das, den damals Umgekommenen, die würden sich im Grab umdrehen, wenn sie wüssten, was heute daraus gemacht wird, zum Teil. Da bin ich mir sicher. Weg vom Thema Schuld, Thema Vergangenheit. Mir ist noch aufgefallen eben, dass ich mich mit der Gegend Mitteleuropa
verbunden oder es ist halt das, wo ich am meisten drüber weiß, logischerweise, weil ich von hier stamme, wo ich mich, wenn ich mich mit Geschichte befasse, am meisten drüber erfahren kann, weil über die afrikanische Geschichte habe ich auch nicht den Anknüpfungspunkt. Ich habe mich ja sehr viel mit Familien, mit unserem Stammbaum beschäftigt, weil der auch schon vorhanden war, weil ich einfach Geschichte interessant finde und dann kann ich halt hier zurückgehen und mir die gesellschaftlichen Gegebenheiten angucken. Aber ich gehe noch weiter zurück als du, Peter, weil ich bin mir sehr bewusst, dass wir hier alle von den, hauptsächlich genetisch von den Yamnaya abstammen, die aus der pontischen Steppe kamen. Also wird dieser Begriff der Region Mitteleuropa schon wieder viel weiter. Ja? Und, wo kamen die her, bitte nochmal? Aus der pontischen Steppe. Pontisch? Ja, also sag mal grob Russland. Okay, da kam, also Stefanie, da komme ich voll mit klar. Also, ich habe mich in Russland immer sehr zu Hause gefühlt. Ohne Quatsch. Die europäische Kultur hat sich sozusagen von der Donau hoch in mehreren. Ja. Also das ist mir sehr bewusst, wo die, das führt jetzt zu weit, wo die überall hier rumgekommen sind. Und insofern, weil ich einfach am meisten über hier weiß und weil ich da den Bezug habe und es verstehen kann aufgrund der Kultur. Ja. Ich glaube, mit afrikanischer Kultur kann ich spannend finden, wenn ich dahin fahre, aber ich behaupte nicht, dass ich das verstehen könnte und vom Gefühl her nachvollziehen könnte. Und das finde ich auch gut so. Und die müssen auch nicht unseres nachvollziehen können, es sei denn, sie kommen hierher. Ja, weil das würde ich auch sagen, dass das von mir erwartet werden kann, wenn ich woanders hingehe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nach Schottland ginge, was ich mir früher vorgestellt habe, dass ich das mal machen würde, dann doch nur, weil mich die dortige Kultur und das Wesen der Menschen, die dortige Geschichte fasziniert und ich mich da irgendwo, ja, es ist für mich wirklich so ein, ich habe Heimweh nach Schottland, ja, und das können die natürlich dann von mir auch erwarten, warum sollte ich sonst da hingehen, ja, und das, wenn es mich hin verschlagen würde irgendwo, ich habe doch Interesse, wie du vorhin gesagt hast, Ralf, Interesse an den anderen Kulturen, Interesse an dem anderen. Ich fand es schon, ehrlich gesagt, ich fand es schon verdammt schade, dass der Euro kam, weil ich die verschiedenen Währungen in Europa echt spannend fand. Ja? Und Ost-West, ich bin logischerweise auch mit der Spaltung aufgewachsen. Ich bin aber auch damit aufgewachsen, dass ich mir nicht habe vorstellen können, dass es mal dass wieder rückgängig gemacht wird, eine Vereinigung gibt. Aber ich bin in der absoluten Gewissheit aufgewachsen, dass wenn es kommt, dass wir dann als ein Volk zusammenkommen werden und übers Grundgesetz abstimmen werden. Nicht was Neues, sondern genau das Ding und uns gemeinsam dafür entschließen werden. Nochmal, erneut. Ja, das war für mich wie das Amen in der Kirche. Ich war damals entsetzt, dass es nicht so gekommen ist. Und ich glaube, das hätte auch einen ganz anderen Punkt gesetzt. Und vielleicht ist es genau deswegen nicht gemacht worden. Nee, sowieso die Frage, inwieweit war Deutschland oder die BRD souverän jemals? Genau. Jetzt darf aber der Ralf, der meldet sich auch schon ganz lange. Ich wollte zuallererst auf Peter zurück, weil Peter sagte mit dem Germanischen, wir haben... Also die deutsche Kultur ist nicht nur, da hat das Jüdische einen unglaublichen Anteil. Und ja, zwar in positiver Weise, also in der Kunst und Kultur und auch in der Wissenschaft. Das muss man sagen. Und da fühle ich mich genauso mit verbunden, das muss ich so sagen. ja, also so viel zum Thema nur auf dieser Ebene. Ja, bin ich voll bei dir, auf jeden Fall. Genau. Also das ist die Geschichte. Und dann möchte ich noch was sagen. Mein Heimatgefühl wird interessanterweise weniger eingeschränkt dadurch, dass ich Menschen begegne, die anderen Migrationshintergrund haben, als wenn ich zum Beispiel hier rausgehe aus Berlin und gucke mir die Felder an und sehe, wie die naturwissenschaftliche Bearbeitung die Felder verwüstet. Oder wenn ich diese Windräder sehe, da wird mein Heimatgefühl echt angegriffen. Und wenn ich höre, was die Grünen sagen, dann wird mein Heimatgefühl richtig angegriffen, eigentlich auf allen Ebenen. Und das ist wirklich interessant. Und da erlebe ich viel mehr Problematisches, als wenn hier Leute mit arabischem oder türkischem oder was weiß ich Hintergrund leben, wenn sie
das muss ich dazu sagen, das Grundgesetz achten. Also wenn ich in der Schule wäre, wo die Kinder Frauen nicht achten als Lehrer, würde ich sagen, da taucht ein Problem auf, wo ich sagen würde, das kann man schwer übersehen. Da ist ein echtes Integrationsproblem oder sowas und etwas, was man nicht übersehen darf, auch auf Dauer. Aber was mit diesen Windrädern passiert und so weiter und so fort, ja, fällt mir klar. Wobei ein Atomkraftwerk natürlich genauso schlimm ist, auf einer anderen Ebene, wenn es kaputt geht, wenigstens. So viel zum Thema, das wollte ich noch gesagt haben. Genau. Naja, wie gesagt, und unter welchen ethischen Werten versammeln wir uns hier? Aber jetzt würde ich gerne nochmal auf das Thema Thema mal anfassen, Verfassungspatriotismus. Wir haben zwar mal gesagt, aber noch nicht erzählt, was es ist. Und das würde ich gerne machen an der Stelle. Verfassungspatriotismus ist eine Auffassung, die sagt, ich lese das jetzt aus Wikipedia vor. Oh, die werden das bald löschen. Sobald wir das dreimal erwähnt haben, werden die den Artikel löschen. Verfassungspatriotismus ist ein staatsbürgerschaftliches Konzept, das sich als Alternative zu einem ethnisch begründeten Patriotismus sieht. Also nicht der ethnische oder völkische, sondern Verfassungspatriotismus. Als Alternative ist freundlich, heute würde man sagen, fast feindlich oder sowas. Die Staatsangehörigkeit beruht diesem Konzept zufolge auf gemeinsamen politischen Werten wie Pluralismus, Demokratie, Meinungsfreiheit, anstatt auf Abstimmung oder Sprachgemeinschaft. Also in der Form, also dass man so dieser Verfassungspatriotismus wird aufgefasst, dass man sagt, das ist keine nicht durch Geburt und Geburtsrechte und so weiter und so fort, sondern es ist eine Willensnation aus dem Willen zu einer ganz bestimmten, zu einem ganz bestimmten Verhältnis von Individualität und Staat. So kann man das sagen. So, ja, so. Und das ist Patriotismus nicht aus völkischen, sondern aus einem Gedanken heraus, eine Willensnation. Das ist ganz interessant. Und die größten Vertreter auf diesem Weg, es gibt einen, der heißt Dolf Sternberger, der hieß eigentlich Adolf, aber das A hat er dann weggenommen nach dem Dritten Reich, weil der konnte sich damit nicht mehr, der heißt Dolf Sternberger, ein Philosoph, ein Politikwissenschaftler, der hat diesen Begriff in den 70er Jahren entworfen und dann hat sich der Jürgen Habermas hat den wieder aufgegriffen und dann ein ganz großer Richard von Weizsäcker, solche Leute stehen dahinter. Und das ist der Verfassungspatriotismus, der für mich jetzt sogar erweitert werden könnte zu Verfassungsidealismus. Wobei, weil aus meiner Sicht, wenn man jetzt von Patriotismus redet, angesichts der Zeit, wo wir eigentlich in einem Umbruch sind durch eine Revolution, ich muss es ganz grob sagen, europäisch zu werden, da ist Patriotismus irgendwie noch fast ein Rückschritt, sondern man muss sagen, der Verfassungsidealismus ist eigentlich das Leitende, weil so, aber das sage ich jetzt nur so hin. Ich wollte das nur diese Definition dazu sagen, damit das mal ganz klar gesagt ist, was das ist. Eine Willensnation aus einem bestimmten Begriff, wie Individualität zum Staat steht. Ne? So, und dass der Staat dann nicht, dass das Individuum dem Staat zu dienen hat, sondern der Staat dem Individuum. Das ist ja die Besonderheit am Grundgesetz und das muss eingehalten werden. Und in dem Moment sage ich absolut, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, wenn das existiert. Leider Gottes existiert es nicht und hat noch nie wirklich existiert und die Existenz verflüchtigt sich gerade täglich in unglaublichen Dimensionen. Aber das ist eine andere Geschichte. Nur, dass man das einmal jetzt gehört hat und begriffen hat und dann würde ich ja gerne gleich noch andere Sachen dazu sagen. Ja. Ganz kurz dazwischen. Es kann trotzdem Verfassungspatriotismus heißen, weil in diesem Sinne kann man Verfassungspatriot für Deutschland sein, aber auch für eine EU, die wieder aus anderen Werten zusammengesetzt ist, wo das die einzelnen Länder reinpassen. Oder eben föderal auf ein Regionalparlament Kurpfalz. Ja, das beißt sich nicht dann mehr. Aber es ist wichtig, dass man das gleich mitdenkt, weil mein Wort heißt ja auch immer an dieser Stelle, wenn wir hier eine echte Demokratie, wir sagen ja Grundgesetz und Verfassung erheben, Volksabstimmung vollumfänglich und die Souveränität über die eigene Verfassung, das sind ja die drei Punkte. In dem Moment, wo das stattfindet, kriegen alle Demokraten Wind unter die Flügel. Und dann ändert sich ganz Europa. Und die EU unter Umständen löst sich auf und wird was Besseres oder sowas. Oder sie ändert sich im besten Falle.
Vermutlich muss sie zusammenbrechen bei den vielen korrupten Leuten, die da drin sind. Aber diese Geschichte, deswegen, ich erlebe halt, wir sind wie an einem Scheidepunkt. Also vor 20 Jahren hätte ich, oder vor der DDR, vor der sogenannten Wende, hätte ich auf jeden Fall auch von Verfassungspatriotismus geredet. Und da es kommt ja aus den 70er Jahren, und heute wäre es wahrscheinlich besser, da Verfassungsidealismus zu sagen, weil eine Staatenbildung in dem Sinne hatten wir ja schon. Eine Frage, wie man jetzt was Ordentliches draus macht, was dann auch ausstrahlt. Ja, wie gesagt, ich will das eigentlich auch nur noch mal unterstreichen. Ich meine, das, was ich ja im Grunde noch meinte, mit unter welchen ethischen Werten versammeln wir uns hier? Und wer sich diesen ethischen Werten zugehörig fühlt, ist völlig unwichtig, wo er herkommt, ob er aus Ecuador kommt, ob er aus Timbuktu kommt, Kasachstan oder aus Frankreich oder aus Deutschland. Alle, die sich diesen Werten verpflichtet fühlen und so leben wollen, das ist eine Verabredung. Ne? Dann ist Empfindungssache, aber ja, genau. Ja, ja. Also es ist ja im Grunde genommen dieser Verfassungsidealismus oder Patriotismus, wie du es ja gerade formuliert hast, drückt es vielleicht nochmal mit anderen Worten aus. Halt, ne? Wir verabreden uns, unter diesen Regeln zu leben und zu wirken. Das finde ich jetzt total spannend, weil im Grunde ist dann so, dass wir in der Zukunft gründen. Mhm. Also dass eigentlich unsere Grundlage gar nicht die Vergangenheit ist und was war, sondern das, wo wir hinwollen. Ja, super. Stimmt. Ja. Das finde ich einen total spannenden Gedanken. Ja. Aber ich würde gerne noch das eigentlich Schlusswort sprechen. Ich finde das. Nein, deswegen finde ich es auch wichtig, wenn man dann eine verfassungsklärende Versammlung macht, in der alle drinne sind. Dass man ganz deutlich sagen kann, das ist nicht Volksbildung, sondern Volkesbildung. Wenn man die Grundlagen erschafft oder das Grundgesetz, ich würde mal sagen, klärt und verbessert. So in der Art. Man macht ja nicht was völlig Neues. Und das wäre aus meiner Sicht Volkesbildung. Da wird es auch wahnsinnig viele Diskussionen geben in Gruppierungen rein, die noch gar nicht richtig im Grundgesetz angekommen sind. Und die werden in der Entscheidungsposition dann sein, was sie wollen und so weiter und so fort, so ungefähr. Mhm. Vielleicht ist das, genau. Ja. Hast du das schon als Schlusswort aufgefasst? Naja, wir sind jetzt hier anderthalb Stunden unterwegs gerade. Ich glaube, es reicht, genau. Ja. Aber ich glaube, Ich hätte noch eine Kleinigkeit zu erzählen, wenn ich ganz grob darf. Mhm. Nur was zu erzählen. Die Besonderheit ist, es gibt einen, der geschrieben hat, der heißt, Moment, der heißt Herbert Hahn. Der hatte eine Auffassung ausgebildet über die verschiedenen Völker Europas und hat 12 ganz verschiedene Grundlinien, Grundhaltungen in Europa entdeckt. Und hat das durch 12 Bücher völlig durchgearbeitet. Also er hat die verschiedenen Sprachen verglichen, wie da verschiedene Empfindungen drin sind und so weiter. Und die Weltbilder und alles, was das hat. Und er hat gesagt, das Europa ist eigentlich ein Organismus. Also das heißt, es sind wie verschiedene Organe. Und Organe können sehr verschieden sein. Also man denke an Herz und Darm oder Hirn und so weiter und so fort. Und die gehören trotzdem zusammen. Und dafür muss man ein Gefühl bekommen, wie die zusammengehören und nicht wie die Amerikaner alle Freiheit im Sinne der Amerikaner. Verstehst du? Man muss gucken, wie sind die Menschen wirklich veranlagt? Und das hat auch mit der Geografie zu tun. Es gibt ganz verschiedene Veranlagungen in der Geografie und die Menschen bilden sich ganz anders aus. Ich mache nur ein ganz kleines Beispiel. Oben an den Polen, da sind die, wie heißen sie da oben? Inuit oder sowas, ne? Die haben kleine Körper und große Köpfe. Die können sich Körper wie wir gar nicht leisten, weil sie nicht genug zu fressen haben. Ist das deutlich? Und die essen auch anders. Die essen nicht so viel Salat wie wir, weil da wächst nicht so viel Salat. Die müssen mehr mit Fleisch auskommen. Nicht mal Eisbergsalat. Das heißt, dann das. Da gibt es eine Metamorphose. Oben große Köpfe, kleine Leiber. Dann im Äquatorbereich sind es eher
ich will mal sagen, große Leiber oder lange Glieder und eher kleine Köpfe. Und die leben völlig anders in der Welt, weil die Welt denen was ganz anderes sagt. Das ist deutlich so. Und das geht bis in die Physiognomie hin. Und dann gibt es, also das ist so die eine Geschichte, und die bringt jeweils andere Grundempfindungen hervor. So, das ist völlig normal. So, und dann kommt das zwischen Westen und Osten. Im tiefen Osten, ne, da wird ganz anders empfunden als hier. Da geht es mehr um Gleichheit. In Amerika geht es um Freiheit, und zwar exzessiv, egoistisch fast, ja, so. Und dort geht, also da geht es um Selbstverwirklichung in Amerika. Und dort geht es eigentlich, dass man sagt, dieses Selbst ist eine Illusion. Ja, wie kommt das Kollektiv. Das ist mehr in den östlichen Religionen oder in den Grundhaltungen da empfangen. Und dann in China eine ganz große Gleichheitskultur, in Amerika eine riesige Freiheitskultur und in den arabischen Ländern eine unglaubliche Brüderlichkeitskultur. Also wenn man mit Arabern zu tun hat, das ist unglaubliches Brüderlichkeitsempfinden. Und da wird ein eigenständiger Gedanke als feindlich erlebt. Also die Freiheit im Denken wird dort, sondern da muss man in der Religion mitempfinden. So in der Art. Da gibt es. Und das sind Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Also Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Die werden auseinander, die leben da, die haben Pole da in der Weltkulturen, wenn ich das so sagen will. Und in Europa ist das unter, in Europa ist eine Ich-Kultur. Und eine Ich-Kultur setzt die drei Dinge in gewisser Weise, sie müssen alle gelten, aber sie sind zugleich da, nicht zu sehr auseinander. Und man muss sie abwägen und durch sich selber ins richtige Verhältnis bringen. Ist das deutlich? So ungefähr, so sehe ich das. Und wenn wir jetzt aus Arabien Menschen bekommen und wir kommen mit der Brüderlichkeitskultur gut zurecht, haben wir unglaublich was zu lernen, weil da haben wir ein Defizit fast erstmal. Das ist so. Und mit den Amerikanern, mit der Freiheitskultur und mit der Gleichheitskultur da eher in China oder sowas, da haben wir, das können außerordentlich interessante Begegnungen sein, weil man auch selber, ich will mal sagen, flexibler wird mit seiner komischen Ich-Kultur. Bei uns geht's ums Ich und um die Freiheit in gewissem Grade, aber nicht im Sinne der Amerikaner, im Sinne der Selbstverwirklichung, sondern im Sinne dessen, wie man Repräsentant des Ganzen wird. Weltmännisch, Weltbürger, so in der Art. So viel zum Thema. Okay, das wollte ich hier zum Ende. Und das Spannende, wenn man so guckt, ist, wenn jetzt hier die verschiedenen Länder hier einmarschieren, kann man ja nichts gegen machen, ne, ist die Frage, wie man die kulturelle Begegnung fördert oder wie man sie so einrichtet, dass sie förderlich wird. Finde ich viel besser, fände ich es, statt überall zu sagen, die Leute müssen hier, wie sagt man so, schön eingegliedert werden. Nee, da gibt es auch dieses andere Integration, Wort. Integration, ja. Integration, da kommen Flüchtlinge und Flüchtlinge sollen hier integriert werden. Ja, was für ein Blödsinn. Flüchtlinge müssen hier eine Basis haben, gewissermaßen auch wieder zurückzukommen, wenn es soweit ist. Die müssen nicht integriert werden, die müssen vertieft werden in ihrer eigenen Kultur und konfliktfähig werden oder da muss gelernt werden, wie man mit den Gegenkräften, die da sind, umgeht. Das Besondere an einem Organismus ist, dass immer Gegenkräfte da sind. Und einatmen, ausatmen, essen, kacken. Das sind Gegenkräfte. Und die Frage ist nicht, wie man den Gegner, die Gegenkraft ausmerzt, sondern wie man in ein Verhältnis tritt, was förderlich ist. Und das wäre die große Kunst, die hier zu üben wäre. Verstehst du? So in der Art. Und da hätten wir sicher viel zu lernen. Und das sähe ganz anders aus als Integration und den Leuten, ich will mal sagen, ihre Wurzeln abzuschneiden und so zu tun, als wären sie blöd, wenn sie nicht so wären wie wir. Oder so in der Art. Jedenfalls, das war nur das. Und das ist auch so ein Ding, an dem wir zu kämpfen haben. Wenn man so schön sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar, dann Mensch ist nicht gleich Mensch. Das denken nur die Grünen. Menschen können sehr verschieden sein. Also ich würde mal sagen, die arabische Kultur und unsere Kultur sind sehr verschieden. Und, ja, das weiß ja auch jeder, wenn er in Urlaub fährt. Also ich meine, da genießt man das ja auch und freut sich darüber, dass die anderen anders sind. Und wir gestehen das ja auch allen anderen zu, dass sie eigentlich anders sind. Und das finden wir ganz toll. Nur wir sollen bitteschön eigentlich gar nicht sein. Ja. Aber das wollte ich da nur so hinsetzen, dass man da ein Lernprogramm hat.
Und dass das heute leider überhaupt nicht aufgegriffen wird von Seiten der Politik. Überhaupt nicht die Spur. Dieses Integrationsmodell, integrieren darf man sich nur freiwillig und darf nicht integriert werden. Das ist absolut eine Katastrophe. Und wenn die Leute aus Flucht hierher kommen, dann wollen, kommen sie ja nicht hierher, weil sie hier sein wollen. Wer hier sein will, der kommt freiwillig, grob gesagt. Ne? Und statt dieser Integration, ich will mal sagen, eine tiefere Bildung, dass man die Welt besser versteht und auch die eigene Position besser versteht und besser versteht, wie man mit den anderen konfliktfrei zusammenwirken kann, so wie das in einem Organismus der Fall ist. Okay, das war mein Schlusswort. Die Aufgabe der Deutschen wäre, diese Denkweise, diese Gedanken zu durchdenken, die du gerade geschildert hast. Eine zu vertiefen und umzusetzen. Kulturstätten zu gründen, wo die Kulturen zusammenkommen können und aneinander lernen können und so weiter und so fort. Mediation zwischen den Parteien, die in den Ländern kriegerisch sind, verstehst du, und so weiter und so fort. Nicht einseitig die einen fördern gegen die anderen, wie das jetzt in der Ukraine passiert, sondern Mediation. Gewaltfreie Kommunikation. Also da wäre ein unglaubliches Gebiet, wo heute unsere Politiker, ich meine Verachtung für unsere Politiker ist unendlich, deswegen verweigere ich jetzt hier weiterzureden, sonst kommt die Polizei. So, da wären Themen und die müssten mit aufgegriffen werden. Und durch eine verfassungsklärende Versammlung, wenn man wirklich zusammenwirkt an den Grundlagen, dann könnte das sogar eine Volkesbildung im Polen-Wärmeraum werden, wo Volkesbildung dann stattfindet, wo man dann auch Bock drauf hat. Ja, ich danke euch. Also ich finde, das war jetzt sehr inspirierend und eigentlich nochmal ganz anders, als ich erwartet habe, weil als wir das Thema überhaupt mal aufgegriffen hatten, war es eigentlich ganz andere Stimmung. Aber ich finde das jetzt sehr schön. Ja, also alle Zuschauer kann ich nur aufrufen, man kann abstimmen auf unsere-verfassung.de. Und wir sehen uns einfach in ein paar Wochen wieder. Mal gucken, was wir da wieder für ein Thema aufgreifen. Ciao, ciao. Tschüss.